was am Hut und keine Nachbarschaft am Hals. Wir sind frei und frech wie die Spatzen und wir pfeifen auf Pension. Wir sind zäh wie wilde Katzen, eine Jahrmarktattraktion, eine Jahrmarktattraktion. Hestelgeschäft, so ist es nicht kaputt, warte hüpfer den's, es morje wieder fort. Für der letzte Stöd riskierst du den Kopf, wenn du willst, die Grosche wären dir. Fresse wird die Pension noch ne Stür. Doch wir sind frei und frech wie die Spatzen. Uns gehört die ganze Welt. Ohne Wohnsitz, ohne Häuschen und auch meistens ohne Geld. Wie ein Köter. Zu singen. Ja, siehst du da nicht, dass da unten Leute sitzen? Was willst du damit sagen? Ja, nix. Du sollst denen nur nicht den ganzen Abend versauen. Die kommen die Ahnungslosen rennen und du fängst dir eigene Blöcke an. Du bist ja nur neidisch, weil ich immer Sängerin war, nicht wahr? Ich hatte mal eine große Stimme, ja. Hol doch Rolls-Royce aus der Garage. Ja, ja. Groß ist die auch heute noch. Nur am Wohlklang hättet immer ja. Boah. Auf der Kirmes, da muss man eine laute Stimme haben. Nee, nur so hauche wie du, du, da, da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Das bringt es so nicht. Ich habe in meiner besten Zeit, ne? Da habe ich einen Achterbahn, zwei Kettenkarussellchen, vier Losbude und zwei Autoscooter geladen an der Wand gesungen. Ne? Ja, da können doch ja die Lücke nichts für. Ach du, du verdorfst mir die ganze Heimkegel. Jetzt habe ich mich so auf Kölle gefreut. Ich bin von Baden-Baden zu Fuß über die Dörfer bis hierhin getrocknet. Nur für den Winter zu Husten sind. Die Lücke, die sind hierhin gekommen. Die haben geklatscht. Die haben ja bezahlt. Wahrhaftig sag, wenn die in der hu-subventionierten Theater einmal die Bude so voll hätten, könnten die Lachen nicht mehr lassen. Die in der hu-subventionierten Theater, die haben andere Säule, die können sich nicht um die Lücke kümmern. Sag uns, Zöf, warum kriegen wir eigentlich kein Geld für uns Kunst? Sind wir nicht für dem gelaufen? Leute, die sich kennen, die anderen, die müssen immer alles selbst bezahlen. Der einfache Mann, der muss immer bezahlen. Nur die Riche, die kriegen doch noch vorne und hier in der Rennen gestorben. Sag, wie meinst du das? Also, das ist so, ne? Wenn Feinlücken, ne, sich ihr Feinamtkleider anträgt und von ihrem feinen Chauffeur in ein hochsubventioniertes Theater rennt, da legen die zwar ohne mit der Wimper zu zucken oder Hunderte für die Karte auf der Theke, ne, aber dafür, dass die überhaupt da rennen, ne, da gibt es statt denen noch 80 Mark für den Platz dabei. Deine Lüge überhaupt nicht schwer, die 80 Mark noch selbst zu bezahlen. Zöf, das Geld, das ist nicht für richtige Lüge, das ist für die Kunst. Ach, du meinst, die amüsieren sich nicht dabei, ne? Nicht herrisch. Aber ein bisschen doch, ne?
Und wenn der einfache Mann ins Lachen will, dann ist das trivial und er kriegt ja nichts. Ne? Also jedenfalls ist das kein Kunst. Wenn's die Hübsche das, einen einfachen Mann ins Lachen kriegen wird, dann ist das schon Kunst. Du weißt doch ja nicht, was Kunst ist. Weiß ich. Ach was. Ja, verklär mir das doch. Ja, also pass auf, das ist es so, ne? Die Kunst steht über allem. Ich kann von mir stand, was sie will, ne? Von mir ist am Nümann oder... Das hätte mit Ermun richtig nichts zu tun. Von der Kunst sind alle gleich. Ja, und das stimmt nicht. Wieso nicht? Guck mal, für die Kunst fandst du vornehme Leute, ne? Da wird jeden Abend 80 Mark bezahlt, ob der da hingeht oder nicht, die Stadt bezahlt, stimmt. Richtig. Ja, und wenn nun jetzt die Kunst für jeden gleich wäre, ne, da könnte ja jeder einfache Mann, der es abends nicht in so ein hochsubventioniertes Theater reingeht, sich bei der Nandekasse 80 Mark abholen. So geht das nicht. Pass auf. Das ist Steuergeld. Das bezahlt der reiche Mann. Ja, der kriegt ja auch sein Theater für, ne? Und einfache Arbeiter bezahlt kein Steuer. Oder wie sieht die Stadt, hä? Ja, wie soll sie das sonst regeln? Die sollen 40 Mark für die Kunst von den vornehmen Leute geben und 40 Mark für die von den einfachen Leute, ne? Ach, ein einfacher Mann, der freut sich auch über 20 Mark. Ach, wenn die ja 2 Mark für ein Stück Specklöse gegen die Zugheit. Da war ich, ja. Ich habe eine Idee. Ja. Wartet ihr Chef und vielleicht verdienen wir jetzt noch ein. Sag, hoffentlich sind wir hier nicht in ein hochsubventioniertes Theater, ne? Ach, bestimmt nicht. Und meinst du das? Eine Suche führen nimmt die Gelosse, die Ozeanischerin. Ja, dann singen wir jetzt mal unsere Lebensgeschichte, ne? Vielleicht kommen wir damit über den Winter. Dürres, schmeißt der Reben auf der Eier, ja. Ja. Das jetzt erst vorspielen, ne? Ich fang mich richtig an. Die spannende Geschichte, mein Leben ich berichte. Als schöne Frau im Schicksalswind begann, als ich ein Kind. Mein Vater hat ein Wirtschaft in Köln, in Novitias. Mein Mann war Zirkuskünstlerin und ich ging hoch dahin. Ich han ich um Kirmesplatz gesungen, auch der Theo han ich da gefunden. Sieht sein Schicksal nicht im falschen Licht, verurteilt keinen braven Mann, hört lieber den Bericht. So, Dürs, jetzt bist du dran, komm, Dürs. Und? Ich han allein die Olle, der Friedrich. Ich sah eins bessere Tage, woran ich schwer noch trage. Ich war, und das ist wirklich wahr, Gehilfe beim Notar. Das war vor vielen Jahren, da hat ich was erfahren, was kein Finanzamt wissen darf, und dieses Ding war scharf. Heiße Sache! Der Notar ist daran glatt verschieden. Viele Leute haben mich gemieden, andere wollten glatt mal an der Hals. Da schnappten ich mir Büngelchen und ging dann ob der Wals. So, das war ich, komm, zweites Ja, und hier sind wir noch nichts drin. Ne? Dürres, rühren Sie den Zopf. Ja, ja, mach sofort. Wir zogen durch die Städte in feinster Toilette. Ob jeder Kirmes, jede Maat, da haben wir es gebracht. Wir wollten uns die Schilder und lebendige Bilder von manchem weltberühmten Paar stellten wir selber dar. So zum Beispiel Cäsar und Xantippe, Kleopatra und noch ein paar andere Hippe. Und sogar Lucullus mit dem Koch, die Pompadour im Festgewand, die Bluten haben wir noch. So komm, das ist mir nicht schön an, ja, die Dürre ist kaputt. Die Ogenes mit Tonne,
Winter kommt, wir müssen überleben, denkt es ist für einen guten Zweck. Und wenn man ja gebeilt hat, man nimmt ohne Scheck. Sag, ob die wohl meinen, dass wir damit über den Winter kommen können. Das gibt sicher, weil du alles wieder falsch gesungen hast. Nee, ich hab nicht falsch gesungen, dass sie Knies gehört. Ach, komm, du hast es aber eben, ja. Nee, jetzt hören wir uns nicht. Jetzt wird das jetzt besprochen. Was wird besprochen? Naja, wie wir über den Winter kommen können. Ach, wir sind jetzt selber ganz Jahr drüber gekommen. Komm, letztes Jahr wäre es schlecht. Du hattest mit der Meier eine Lungenentzündung. Du musst von der Straße. Und du, hä? Na ja, Loderens, ich hab doch eben eine feine Wärme. Persische Jebels. Oh ja, ach, weißt du, mir ist es doch nicht kalt, wenn ich die hängende Butze wegnehme. Dann nimm doch wenigstens viele Pelz, ich kann nicht Geld. Nein, lass mich mit den Dingen in den Raum. Es wird schon modern. Also gut, da müssen wir noch eins machen, ne? Und ich mache dann das Büro. Sag, was müssen wir noch machen? Na ja, weil wir das so oft gemacht haben und was bis jetzt ja immer ganz gut geklappt hat. Ach wie, du meinst die Tour mit der Erbdämmschnödel? Da sitze ich wieder den ganzen Winter bei fremden Lügern, ne? Aber du musst von der Straße. Nein, du musst von der Straße, du musst von der Straße. Du sprichst wie meine Oma, du. Komm, Fräulein Schmitz, mach dir das so gedöns. Schnappt er das Telefonbuch, sögt eine Schmitz aus. Ich fange ans mit Tippen an. Da sind halt alle Schmitze, die in Köln wohnen, ja. Nur die mit Telefon, die anderen nehmen wir nicht. Ah, ja, die nehmen wir nicht. Sagen Sie uns, wie viele Formulare ist er noch von dem Notar? Hä? Noch 1, 2, 3, noch 4. Ah, da vertippt dich nicht, ne? Was soll ich da machen, wenn das O hier auf der Maschine kaputt ist? Wird ohne O schreiben, ne? Als wenn das so einfach wird. Und das Spiel ist so nicht einfach. Hochlohn, sie haben ja eine Franz Schmitz Delikatessenhändler. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, hä? Also du denkst nur an das. Ja, sonst haben wir Otto Schmitz Schlosser, weißt du, Jörg, du gehst. Da sind jetzt 3 O drin, ne? Kreise rein, ja? Das wie ist ich ja diesmal, Dürres? Schmitz-Vanderbilt. Schmitz-Vanderbilt. Und wo komm ich her? Aus Dallas. Diesmal nicht aus Frankreich, Nee, das ist mir zu nah. Weißt du, Dallas, das liegt in Amerika. Und da fahren die nicht in so Flüge, wo das Wochenende vorbei. Ach so, ja. Ja, aber die Vanderbilts, die kommen doch aus New York, wenn ich nicht irre, ne? Na ja, dann ist das eben die texanische Linie von der Vanderbilt. Dürres? Ja? Lass mich doch aus New York kommen, ja. Das geht nicht. Und warum nicht? In New York ist ein O drin. Wie reich bin ich dann, ne? Jede Menge. 200 bis 250 Millionen. Ja, und was kann ich, ne? Aktien. Eisenbahnen, Fluchtgesellschaft, Elektrizitätswerke, Öl, Diamantenmine. Ach, das weißt du selbst nicht so genau. Und was tun ich ja, ne? Die Mona Lisa. Das geht nicht. Schläft das in der Motte drin. Sarah, in der Mona Lisa sind die Motte drin? Ja, als Flammen. Ja, dann nimm die Königin Mutter von England. Das geht auch nicht. Da sind da etwa auch die Motte drin. Nee, aber die Königin Mutter von England hätte den Wintermantel und der hat nicht Schnitze. Nee. Dann haben sie dir da eben geklaut. Ach, du sie haben ja den Lohnsedius. Modehaus je an Jatzquiz. Inhaber je an Jatzquiz Schmitz. Was hältst du von den je an Jatzquiz ist K.O. drin? So, lass mich's los. Nee, da. Sag, der ist bestimmt Johann Jakob, aber da sind so ja 2 O drin. Aber trotzdem, ich tippe den Namen rein. Ja, ist gut. Sag, was bist du endlich in der Zicke? Ach, lass das Ming so aussehen. Sag, du gehst aber nicht wieder etwa bei der versoffen Adi, hä? Hey, jetzt hast du mich vertieft. Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen. Ach, du machst mich nervös. Ja, dann sag mir doch, wo du hingehst. Na ja, ins Nur, weißt du, unter der Brücke. Oder in einen Heizungskeller oder einen Neubau.
Naja, wenn der Tagopat gut steht, dann muss ich jetzt eben ins Bedarbeit versöhnen. So, wo wohnen die Müs? Ah, wo die Mäuse wohnen, ja. Jetzt haben wir jetzt verschlagen, schrieb an sie an Jakobs. Ja. Jetzt haben wir Friedrich Georg. Ah, doch, haben die an Jakobs. Köln-Junkersdorf, ja. Große Ofen, Pforte 24. Komm, schrieb der Kuvert mit der Maschine, Männer, besseren Eindruck. Da sind zu viel O drin. Mein Gott, da schrieb doch Frau U dafür. So, wie hört sich das danach? Das hört sich ja nicht so schlecht an. Das ist richtig. Mudehus, Juhun Jukus zu Hünden von Hund. Juhun Jukus, Schmutz. Juhun Jukus, du Schmutz. Schludrusmude! Nee, nee, Jus. Na, nimm's ab, Rosche verpochte haben wir zusammen. Ist das nicht traurig? Ja, das ist sehr tausch. Ja, da müssen wir noch ein Zinge nehmen und da muss sammeln. Ja, wenn ich jetzt nichts gebe, dann werden sie bestraft. Ja, wie werden sie denn so viele Lügebeimer bestrafen? Die lock ich in den Keller und dann lasse ich deine donnernste Neujahrsansprache vom Bundeskanzler. Ein, zwei, drei, ist das nicht bei uns Russen ob der Walz, ob dem Weg von Stadt zu Stadt, der führte zu Petzals. Manche Winter dummer friere, denn wir haben kein Dach und Kopf. Darum würde ich mit Geniere, Melanie, Liebling, Liebling, oh. Hast du wieder deine Moräne? Migräne heißt es und die habe ich auch nicht. Warum fragst du? Wenn du Liebling sagst, fantasierst du immer so. Liebling, ich fantasiere nicht. Ich habe hier einen Brief von einem Notar Kuckelkorn aus Jülich. Jetzt hör mal zu. Sehr geehrter Herr Schmitz, hiermit übersende ich Ihnen eine Anfrage meiner Klientin, Frau Sophia Schmitz-Wanderbild aus Dallas, zur Sache, Doppelpunkt Aktenzeichen, Dingsbum, Strich 84. Frau Sophia Schmitz-Wanderbild sucht nach Anverwandtschaften im rheinischen Raum. Da sie Enttäuschungen schwerster Art der amerikanisch-schmitzschen Linie erdulden musste. Sie ging in jungen Jahren nach Übersee, aber ihr Herz blieb in Deutschland. Mir kommen die Tränen. Die Alte sucht wohl für ihre letzten paar Jahre einen warmen Unterschlupf. Ja, genau. Das kommt gar nicht in Frage. Ich kenne die Schreckschrauben nicht. Jetzt überleg mal. Also wenn ich dabei überlege, überlege ich höchstens, wie wir sie abwimmeln können. Hör mir doch mal zu. Ich habe was Besseres zu tun, verbrennen. Nein, um Gottes Willen. Bist doch sonst nicht so. Du sollst jetzt zuhören. Frau Sophia Schmitz-Wanderbild sucht ihren Neffen, einen Johann Jakob Schmitz. Lässt euch uns bei Ihnen anfragen, ob Sie mit ihm identisch sind. Ja, bist du nicht. Du heißt nicht Johann Jakob. Das ist sicher nur Tippfehler. Und eine klasse Ausrede, du schreibst dahin und... Du sollst jetzt zuhören. Pausenlos. Pausenlos höre ich zu. Ich tue gar nichts anderes. Sie will ihren Besitz in Klammern. Circa 200 Millionen amerikanische Dollar später einmal in vertrauenswürdigen Händen wissen. Lies den letzten Satz nochmal. Ja. Was? Ihren Besitz circa 200 Millionen amerikanische Dollar
später einmal in vertrauenswürdigen Händen wissen. Zigarette. Meine Klientin wird in der nächsten Zeit im Rahmen eines CTHC in Tripes ihre alte Heimat besuchen, falls sie in ihrer Erinnerung eine Tante gleichen Namens finden. Schwinste. Und sie selbst jener J.J. Schmitzin. Spiste. Bitte ich Sie herzlich, diese Ihre Tante würdig zu empfangen. Doch, ja. Was heißt denn hier empfangen? Eine ganze Rezeption werden wir da bringen. Wir bitten darauf, Rücksicht zu nehmen, dass die alte Dame bereits schwer leidend ist. Herrlich! Oh Gottchen. Ja, so schlimm ist das ja auch wieder nicht. Nein, aber deine verdammten Nadeln hier überall. Ja, und es wäre ratsam, mir jede Aufregung zu ersparen. Aber wer könnte so grausam sein? Wir huren gern. Wir huren gern von Ihnen. Da warten mit Freuden Ihre Stellungnahme, Unterschrift Kuckelkorn und so weiter und so weiter. Ja. Ich freue mich auf die Tante. Ja, Prost! Die Villa können wir mit einem Schlag bezahlen. Ja, aber erst nach Ihrem Tode. Ach, bei dem Bürgen kriegen wir jeden Kredit. Man wird uns mit Freuden behilflich sein. Oh, man wird uns gegenüber einen ganz anderen Ton anschlagen müssen. Meine Frühjahrskollektion wäre ja gerettet. Die Modenschau wäre dann schon in ein paar Wochen. Willst du die überhaupt noch machen? Hast du doch gar nicht mehr nötig. Ach, Mode ist eine Berufung, ist eine Vokation. Es hat mit Geld verdienen überhaupt nichts zu tun. Ach, deshalb hängen wir so tief in der Malise. Malese heißt es, ne? Sag ich doch, in der Scheiße. Aber eine Nähmaschine brauche ich nicht mehr. Nee, die kommt weg. Oh Gott, das Kind. Wir müssen sofort das Kind davon in Kenntnis setzen. Jacqueline! Dein Vater will mit dir reden. Sie wird doch wohl hoffentlich der Tante gegenüber den richtigen Ton anschlagen. Wir können froh sein, wenn sie überhaupt den Mund auftut. Deine Erziehung. Also bitte sehr. Ich habe mir stets die größte Mühe gegeben, dem Kind eine gute und ehrwürdige Ejakulation beizubringen. Education heißt das in diesem Fall. Education. Flehe dich an, lass das mit den Fremdwörtern, meine Liebe. Die liegen dir nicht. Ne? Ja, aber das... Komm, Kind, setz dich hin, ich habe mit dir zu reden. Geh auf dein Zimmer und zieh dir was anderes an. Wart nu, du sollst dich anders anziehen. Tu, was deine liebe Mutter sagt. Wie kannst du es sagen, dem Kind immer genau das Gegenteil von dem zu sagen, was ich ihm sage? Halt! Was machen Sie denn hier? Mülltonne! Aber die stehen doch im Keller. Wo, Dove? Im Keller! Ich zeig Ihnen das mal. Kommen Sie neuerdings montags um 11? Oh, jetzt kann meine Frühjahrskollektion steigen. Ich fühle es. Was? Ich weiß es. Ich werde Kleider entwerfen, Hosen, Mäntel, Jacken, Gebilde meines Könnens und meiner Fantasie, Roben. Für die schönsten Frauen der Welt. Prinzessinnen, Filmstars, Königinnen werden an meiner Tür Schlange stehen für ein Abendkleid. Pour une robe d'un soir. Die Farbe? Mediterran bleu. Schuss Aubergine kann dann auch dazukommen und dann überall jumpen au relief. Innen, sagen wir Haifischaugen gelb. Den Rückenausschnitt, den nehmen wir dann. Tief. Na, noch tiefer, ganz so, ja. Das Dekolleté rund oder quadratisch? Na, das ist ziemlich altmodisch. Wir machen etwas ganz, ganz Neues. Wir nehmen es ganz, ganz tief. Baba, plüba. Oh, ganz schmal. Na, das ist doch die Linie, ne? Machst du wieder einen Trägerrock? Ich leiste hier künstlerische Schwerstarbeit. Also was? Ich habe gesagt, du sollst dich anziehen. Aber das Kind ist doch angezogen. Mensch, du hast angezogen. Ach komm, setz dich. Liebste, wir sollten versuchen, ein seriöseres Verhalten an den Tag zu legen, wenn vielleicht einmal die Tante kommt, ne? Richtig. Mein liebes Kind, Tante Sophia wird zu uns ziehen. Was sagst du dazu? Scheiße! Aber du kennst die Tante ja noch gar nicht. Ich habe Nadel
Gesundheit, Sophia! Tante Sophia kommt aus Dallas. Kenn ich. Woher kennst du die denn? Fernsehen. Oh Gott, womit habe ich das nun schon wieder verdient? Bei Tante Sophia, da handelt es sich um eine alte Dame, die aus Texas kommt. Und du solltest ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen, denn sie ist unsere Erbtante. Richtig. Das. Ah, nein, das ist... Du bist aber auch zu dämlich. Wie reich ist sie denn? Circa 200 Millionen Dollar. Na, was sagst du dazu, mein Kind? Muss ich dann immer noch den Rommerskirchen heiraten? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Im Übrigen heißt der Herr Ründeroth. Er kommt nur aus Rommerskirchen. Und du solltest dich lieber gleich an den Vornamen Roderich gewöhnen. Nie. Das ist überhaupt kein Monument. Herr Ründeroth ist ein sehr reicher Mann. Besitzer einer Textilfabrik. Haha, für Küchenschürzen. Ja, nicht mehr lange. Er wird bei uns in die Couture einsteigen. Wir werden mit seinen Verbindungen, meinen Ideen in die Haute Couture aufsteigen. Wir werden diesen Weg gemeinsam gehen. Wohin gehst du? Tennisbälle! Du bleibst jetzt hier und hörst, was dein Vater dir zu sagen hat. Dein Vater wird dir sagen, dass er Ründeroth nicht nur ein begüteter Mann ist. Stattlich, sportlich, nein. Er hat auch die besten Maniküren. Jede Frau würde sich glücklich schätzen, einen solchen Mann. Nicht wahr, Jean-Jacques? Ja, ja, ja. Ich stimme voll und ganz mit dem überein, was deine Mutter sagt. Und was sagst du dazu, mein Kind? Die Alte ist doch selber scharf auf den. Das ist ja eine Infanterie! Dermaßen impotent. Dieses Protest bringt mich noch um. Also Jacqueline, jetzt bist du wirklich zu weit gegangen und du gehst jetzt nicht zum Tennis. Vom Tennisspiel kriegt man ausgearbeitete Waden, ist somit zur Vorführung meiner Kreationen ungeeignet. Jetzt sag mir endlich, wo du hingehst. Die Tür aufmachen, das hat die Klingel. Ach, wieso hat's denn geklingelt? Ich habe doch die letzte Rate für den Wagen bezahlt. Was will er denn noch? Könnte ja mal Kundschaft sein, ne? Ja, bitte. Ist hier das Wohnhaus hier, Herr Kress? Ja. Kennen Sie einen Johann Jakob Schmitz? Ja, das ist mein Vater. Ich bin Taxifahrer. Denken Sie Ihre Vater ins Vor, ob der eine Frau Sophia Schmitz vom Mobilus in Texas kennt? Jawohl, ja, das ist meine Tante. Ja, wo ist sie denn? Die hast du, Babe. Die Ehrenfrau ist überfallen worden. Der hat sie die ganze Sache geklaut. Im Grüngürtel, da hast du die gefunden. Man hat sie völlig ausgeraubt. Ja, bis auf ein Paket. Das hält die so mit Pizzaärmen klammert. Als wenn er jetzt weiß, hier drin wird. Ja, ist sie denn verletzt? Großsinn, denkt man nix. Aber die Frau müssen sie Vorspatzwäsche gehabt haben. Was sagt sie denn? Die Ehrenfrau kann ich mir viel sprechen. Ich kann die auch ja nicht verstehen. Ich kann ja kein auswärts. Mein Neffe, Johann Jakob. Ja, das hat sie immer gestammelt. Und dann die Adresse von hier. Und dann immer, Kuckelkorn, Kuckelkorn. Ich weiß auch nicht, was dazu. Aber ich, wo steht denn Ihr Wagen? Der Eggerum. Hören Sie, Sie haben die Schwerfrau Jan Verlendes in der Jade geschleppt. Jetzt kann ich aber. Ja, hier ist Jacqueline. Sag dem Luigi, ich kann Hück nicht. Ja, tschö. Ja, tschö. Ja, jetzt haben Sie selbst gesehen, was das für ein Bett von einer Frau ist. Jean-Jacques, ruf sofort die Polizei! No, no, keine Police, please, um Gottes Willen! Sag, hören Sie jetzt, wie können Sie die Frau dann so vor Schreck machen? Die arme Oma hat schlimmes Hingersies. Ja, Melanie, du hast überhaupt kein Verständnis für die arme Kranke. Meine Tante braucht selbstredend einen Arzt. No, 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 keine Doktor, please, no. Only the heart is kaputt. Und die Beine sind... One Cognac, one verschnittene Chlor. Ja, jetzt kann ich Sie mit der Frau da jetzt allein los. Aber natürlich, guter Mann, wir kümmern uns jetzt um alles. Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen um unsere Lieblingstante. Können wir sonst noch etwas für Sie tun? Ja, das macht 69 Mark 70, ohne Trinkgeld. Jean-Jacques gibt dem Fahrer mal 70 Mark.
Ja, nun lass mich doch aus. No, 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 Fifi, nicht gehen das. Der Schenkschack ist nicht da. Was? Nun, der verrückte Frau, mich kannst du nicht verstehen mit dem französischen Dialekt. Was sagst du? No, 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 das ist impossible. Pass auf, der Schenkschack ist doch verheiratet. Verheiratet, Marie. Oui, oui, ja. Jetzt hätte das gefressen, ja. Ja, au revoir, ja, ja, auch so, ja, morgen wieder, ja. Ja, tschüss und fort. Junge! Also, der Trabbel, den möchte ich nicht am Körper haben. Herr Schmitz! Herr Schmitz! Ja, jawohl, komm ja schon. Herr Dollert, Fifi war am Apparat, ne? Was für Fifi? Ja, aus dem Grand Erotik. Grand Erotik, Grand Erotik? Ja, von Montmartre. Ach, die mit dem Leberfleck am Oberschenkel. Nein, was will denn die in Köln? Die wird doch wohl nicht. Nee, ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Sag mal, Schmitz, wie lange ist denn Ihre Tante schon hier im rheinischen Raum? Na, so ungefähr 10 Tage werden das jetzt wohl sein. Aha. Was ist, kriegt man hier nichts zu trinken? Ach, lieber Herr Wunderhund, wenn Sie sich schon selbst bedienen wollen, ja, muss noch Vorbereitungen treffen. Wir wollten ja auch noch über die Modenschau sprechen, ne? Ja, richtig, ja. Lohnt sich das denn überhaupt noch für den Winter? Ach, bitte Sie, für den Winter. Es geht hier um die Frühjahrskollektion und selbst dafür ist es fast schon zu spät. Wo ist sie denn eigentlich? Sie ist mir nicht einmal vorgestellt worden. Ja, die schläft noch. Verdammt, Mama Karl! Wo bleibt mein Frühstück? Oh. Junge, Junge, Junge. Tanzoffi, was willst du denn haben? Ich hab deine Mutter schon 100 Mal gesagt, dass ich immer so eine gute Kaffee und mein Fett, die es haben will. Und anschließend trinke ich nur für Champagner. Aber Karl. Bring ich sofort. Das soll er doch Zubrüllens machen. Wen meinst du denn damit? Ja, meine Frau Gemahlin. Junge, das hört mal, weil das dann ein Goldschmädchen ist, wa? Ja, sie hat sich erstaunlich schnell in ihrer Muttersprache wieder zurechtgefunden. Ja, hat sich denn die Gesundheit ihrer verehrten Frau Tante wieder zurechtgefunden? Wie meinen? Ist sie denn wieder in der Reihe? Ach so, ja, physisch schon. Ja. Sie ist nur manchmal etwas nervös, oft recht ungehalten. Ah, was sagt denn der Doktor? Also, das ist doch kein Arzt, hat sich ja... Ja, schon ohne Kennung, Doktor. Ne? Um noch einmal auf das Geschäftliche zurückzukommen. Wissen Sie, was der Dernier Cri ist? Muss ich nicht schlupfen? Oh, die hat aber ein kräftiges Orial. Ne? Ja, sicher nur eine kleine Halsentzündung. Ja, sollten Sie aber doch noch einen Doktor schicken. Ich meine, so teuer ist das doch ja nicht. Bezahlt doch alles die Krankenkasse. Ja. Ne, sag mal, wer ist denn Erbe? Das Bienchen? Jacqueline, vielleicht später mal. Zunächst mal bin ich derjenige, welcher... Ne? Ich komme sofort, liebe Tante. Guten Morgen, Herr Runderoth. Morgen, Frau Schmitz. Ja, lieber Herr Runderoth, ich dachte da an eine Show in ganz großem Stil, ja? Wir werden die gesamte Presse einladen, dann alle Firmen, national und international. Oh Gott, man wird sich um meine Kreationen reißen. Ja, doch, das Fifi ist am Apparat. Um Himmels Glück, da wollte man sagen. Bruder Jean-Jacques? Wer? Herr Professor Gladbach. Professor. Ah, Herr Professor Gladbach. Ja. Ach, das ist gut, dass Sie anrufen. Wenn Sie vorbeikommen wollen, gerne. Ja, nein, das wird Sie sicher sehr freuen. Nein, die lässt ja gar keinen anderen Arzt als sich. Ja, bitte, kommen Sie, wann immer Sie können. Vielen Dank für Ihren Anruf, lieber Herr Professor. Lieber Runderoth, kleinen Moment noch. Ja, sicher, Herr Schmidt. Tante Sophia. Ja. Professor Gladbach kommt. Wer kommt? Professor Gladbach, das ist ein Arzt, der Sie schon als Kind behandelt hat. Gott sei Dank, vielleicht bringt der Sie zur Rodon. Bitte. Na, was sagen Sie zu meinem Modell? Fantastisch, ne? Ja, ich verstand doch nichts von, was soll das denn Sinn nehmen, ne? Abendroben. Abendröbe, ja, ich kenne Zuckerröbe, Runkerröbe. Mit meinen Kittelschürzen, da bin ich bis jetzt ganz hier zurechtgekommen, ne? Oh ja. Um es noch einmal zu betonen, mein lieber Herr Runderoth, wenn Sie in eine Familie wie unsere einheiraten wollen, müssen Sie Ihr Niveau heben. Ja, dort die Niveaus am Apparat. Nein, Alter, komm, ich mach das ja schon. Ist noch etwas, Herr Professor? Aber die Produktion Ihrer Haushaltskleider sollten Sie auf keinen Fall aufgeben. Das ist doch eine sulfide Grundlage. Ja, dann interessiert mich alles ja nicht. Soll ich mal sagen, was ich im Auge habe, liebe Frau Schmitz? Sagen Sie es. Eine reife Frau kann alles verstehen. Eine Ferkelei. Oh, so würde ich das aber nicht ausdrücken. Gewiss ja, es gibt Dinge zwischen Mann und Frau. Seien Sie vorsichtig, da ist ein Protest. Ja, ich bin übergefallen.
Podest heißt das. Kontenance, Melanie, Kontenance. Ja, ein Jodkonto braucht man natürlich auch dabei, ne? So eine richtige gute Sau, die kostet ein paar Mark. Wie soll ich denn das verstehen? Ja, sehen Sie mal, das ist es so. Eine Schweinezucht kommt ohne eine gute Muttersau überhaupt nicht aus. Ne? Am besten hätten wir doch so ja Stücke zwei oder fünf bis sechs. Und dann braucht man natürlich auch noch einen Eber, der immer und mit Freuden springt. Da sind Sie bei mir aber an der falschen Adresse. Da bin ich gar nicht mal so sicher. So eine gute Zucht, die ist doch jetzt teuer. Ich dachte schon mal, wenn anstatt ich mit meinem Geld in Ihre Moden, Sie mit Ihrem Geld in meine Seier einspringen, denn dann sollten Sie mal sehen, wie dort die Ferkel kommen. Ich liebe das Landleben, die frische, würzige Luft. Ja, so eine würzige Luft aus dem Saustall ist durch nichts zu ersetzen. Also ich mache da auf gar keinen Fall mit. Dann drehst du drin. Dann schnapp ich mir das Jakobinchen, mache mit dem ein Ferkelejob. Ja, wenn Ihre Frau will, kann ich ja mitkommen, ne? Ich käme gern. Wir gehen auf keinen Fall nach Rommerskirchen. Ach, Sie können ruhig hier bei Ihrer Haltkultur bleiben, aber das Jakobinchen und die Tante, die nehmen ich mit, auf jeden Fall. Die Tante? Sie kennen die Tante doch gar nicht. Ja, das kann man doch ändern. Ich bin doch hier für die Tante kennenzulernen, ne? Vielleicht ist sie Ihnen gar nicht sympathisch. Oh, das glaube ich nicht. Frauen, die so viel Geld haben, die sind mir immer sympathisch. Lieber Ründeroth, Sie sind mir etwas zu direkt. Ja, so sind wir aus dem nördlichen Vorgebirge. Offen, ehrlich und geradeaus. Schön, Sie etwas zu hören. Aber glauben Sie, dass meiner Tochter das Landleben konvenieren wird? Ja, das können wir ja mal probieren. Das sollten wir am besten selber überlassen, ne? Jacqueline, kommst du mal bitte? Frag die doch gar nicht, da kommt doch nur Blödsinn heraus. Was ist? Mein Kind. Ich möchte dich nach deinen Wünschen fragen. Raymond? Möchtest du in einen stinkenden Schweinestall nach Rommerskirchen? Wer will das schon? Was willst du denn? Tennisbälle. Ja komm, lass das, ich mach das. Mutter Jean-Jacques, ach Fifi. Je t'en prie, Fifi, mais non, non. J'ai pas du temps, c'est impossible, ma chère. Fifi, à demain, à tout à l'heure, au revoir, Fifi. Ja, es war Yves Saint Laurent. Wer war das? Yves Saint Laurent, der große Modeschöpfer aus Paris. Er bedrängt mich, soll mich doch endlich entscheiden. Und der heißt Fifi? Vertraute nennen ihn manchmal so. Ja. Wer ist Professor? Nein, der ist für die Tante. Kann ich jetzt gehen? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Du gehst jetzt nicht. Was schaffen wir noch keine Lässertaler wieder für ihr Tante. Guten Morgen, mein liebes Tantchen. Darf man fragen, wie du geschlafen hast? Naja. Und wie war das Frühstück? Naja, über die gekochte Schinken. Der muss doch Bühne machen. Was war von den Schinken? Ja, von dem labbrigen Zeug ist noch genug. Du hast mal vorhin los. Wie gesagt, nichts Besonderes. Jacqueline wollte nur schon wieder zum Tennis. Richtig, macht es gesund. Aber viel zu anstrengend. Das geht wo frische Luft. Bei uns im Land ist immer frische Luft. Jo, ist das dann? Gestatten? Mein Name ist Roderich Ründeroth aus Rammerskirchen. Bin sozusagen der Bräutigam vom Bienen. So, so, der Bräutigam. Sagen Sie mal, sind Sie denn nicht ein bisschen alt für das Kind? Das sollten Sie aber nicht so darstellen. Ich bin zwar ein paar Jörsche über das Bienchen Russ, aber sonst also in jeder Beziehung gerade Russ, erste Klasse. So, geil, ja. Ich muss doch sehr. Kann ich jetzt gehen? Nein, du bleibst. Ja, aber ich gehe jetzt. Ich wollte Sie nur einmal kennenlernen. Ja, ja. Darum ging es. Ja, wenn wieder nichts wird. Ja, gnädige Frau. Jacqueline, mach mal die Tür auf. Oh, das ist sicher schon Professor Gladbach. So, so, und wer ist das? Aber Tantje, Professor Gladbach. Das ist der Arzt, der dich schon als Kind behandelt hat. Ja, du bist immer, ne? Ja? Da ist eine Fifi aus Paris, dann will ich sprechen. Oh Gott, ja, ich komme. Wer ist das? Das ist Yves Saint Laurent, der große Modeschöpfer. Richtig. Haha, dann hat der sich aber schwer verkleidet. Der hat mir einen Stöckel
Absätze an und so eine Schleier vor mir sehe ich. Ja. Das dachte ich mir doch. Kann ich jetzt gehen? Jawohl. Aber auf dein Zimmer. Und ich gehe mit und schließe dich ein. Und dann werde ich mir den Modezahn mal aus der Nähe ansehen. Oh, oh, oh. Karikatur. Na, Frau Vanderbilt. Ja? Ich habe da eine Frage. Ja, Frau, raus, ja? Was halten Sie von einem Saustall? Ich spreche niemals über Menschen, deren Gastfreundschaft ich genieße. Ich mir den Modezahlen mal ansehen. Ach, so eben ist er gegangen. So, so, dann werde ich ihm nachgehen, denn weit kann er nicht gekommen sein. Weil ist mein Wagen weggefahren. Oh Gott, da ist er schon. Lass wieder. Das! Diesmal mache ich auf. Melanie, es macht einen ganz schlechten Eindruck. Ich verspreche dir, dass Herr Fifi Saint Laurent von mir sehr beeindruckt sein wird. Wo ist das Miststück? Du verzeihst mir doch schon, wer ist das dann? Ich verrohne mich auch nicht. Das sind Tulip-Distanzerin aus dem Orangerot. Wo ist das? Am Montmartre, direkt neben Sacré-Cœur. Es ist für dich, liebe Tante. Für mich? Ich kenne kein Strip-Distanz. Wie kommst du denn darauf? Das ist Professor Gladbach, dein Kinderarzt. Professor Unrat. Sophia, mein geliebtes, gutes Kind. Oh, Herr Professor, ich bin ja so froh, dass Sie kommen. Oh, ich dachte schon, ich sterbe. Nein, das ist doch nicht etwa schon das Ende. Bestimmt nicht. Warum kommt denn unter Kugelkorn in Jülich an? Ja, oh, den unter Kugelkorn. Bitte, bitte, lassen Sie mich mit der Kranken allein. Ich muss ihr sofort eine Spritze geben. Soll die liebe Kranke denn nicht besser zuerst ins Bett? Bitte, lassen Sie mich mit ihr allein. Es eu. Ja, ich wollte sowieso gehen. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, wenn ich das wichtig. Ja, nicht, dass sie eine Elegie bekommt. Das wäre ja furchtbar. Das heißt Embolie, meine Teure. Und die kriegt sie auch nicht. Komm. Hey, hey. Nicht so ruhig, ja. Jetzt hör ich mal auf die Fresse fallen. Guck mal, ohne mir ein Sterbenswörtchen auf uns zu sagen. Aber ich höre ja an, ihr Ruf am Zürich, wie ihr da geht, und da bin ich erstmal da denn gefahren. So, was will ich sehen? Ich will wissen, wo der Schnaps steht. Doch nicht, im Schreibtisch hin. In der Bar steht der Schnaps, ne? Komm, verzeih mir, was du wirklich willst, Junge. Sag, hör uns, hast du nicht ein paar Mark für mich? Oh, ne, hätte ich versoffen, an ich dir nichts gegeben, ne? Lass mich mit dem anigen, oh, damit bin ich fertig. Na, hast du den Zigarett für mich? Ne, ich hab jetzt eine Rette, nur Kippe. Ah, die Kippe hab ich auch, ne? Also, was ist noch? Gießt du mir noch das Geld oder nicht? Ach, du hast schon noch kein Geld, Jack. Und ich bin mit dem Koffer ein paar Mark schmuh gemacht. Ich würde mir ja nicht den Koffer. Und warum nicht? Hat schon mir nichts für anzutrecken. Ich hab doch keinen Wintermantel. Ach so, ja. Und wie geht das so? Ach, lang bin ich nur, sie ist so lang. Sag, bist froh, dass du im Brühe sitzt. Was meinst du, was tust du los ist? Ja, Jus, was ist denn los? Komm, verzähl. Der Spielmanns hat sich den Riefkochenbut hingebrochen. Schade, Alnix, muss ich jetzt endlich das Öl in der Pfanne wässern. Dem haben sie den K geklaut. Ja. Sollen wir uns gestern die wenigstens ein Butter haben für mich? Nein, die Butterbrote sind auch. Nimm ein Fläscher Baum mit. Da sind noch Vitamine drin. Da haben sie uns gar auch geklaut. Nein, die stehen immer noch in der Garage. So, und wieso das jetzt wieder? Ja, ich will hier raus. Nix, du warst hier schön bis zum Frühjahr. Ach, die Völker sind so blöd. Und die sind so lang wie die. Ich kann ja noch nicht für die Tür in der Probe. Doch, durchatmen, mein liebes Kind. Verzeihen Sie, Herr Professor, ich muss leider öffnen. Das macht nichts. Wollen Sie mit der lieben Tante nicht besser auf Ihr Zimmer? Nein, danke, ich bin schon so weit. Ja. Was wollen Sie denn hier? Die Erde. Oh, lassen Sie Ihren Besuch ruhig hereinkommen. Ich bin da. Es geht jetzt nicht. Oh, der ist ja der nette junge Mann, der mir immer die Zerretten holen geht. Was machen Sie? Ich bin mit der Tante. Der Jakobin, ich hab sie eingeschlossen.
Warte nur, Moment. Ich hole das Zeug raus, ne? Dann wollen Sie sich die Hände waschen, Herr Professor. Gerne, aber später. Ich hole Ihnen was. Ja, ja. Lieber Herr Professor, wie steht es um die arme Kranke? Oh, leider nicht zum Besten. Na, sowas. Na, nun. Was machen Sie denn hier? Oh, wir warten auf jemanden. So, hier ist das Gackobienchen. Ja, da wir zufällig zwei so vernünftige junge Leute hier haben, schlage ich vor, Sie machen mit der Tante einen kleinen Spaziergang. Doch, doch. Und wir besprechen einmal die Sache in Ruhe. Aber lieber Herr Professor, ich kann doch gar nicht gehen. Ich habe doch keinen Wintermantel. Du hast keinen Wintermantel? Nein, ja, ja, dann würde ich vorschlagen, dass du dir ganz schnell einen Wintermantel kaufst. Auch das kann ich nicht, Herr Professor. Man hat mir mein ganzes Geld gestohlen, ja. Gestohlen? Ach, sowas. Geklaut. Ja, dann geben Sie ihr doch das Geld für den Wintermantel. Ja. Was denn ich? Ja, oder soll ich? Also ich würde das nicht. Oh, bitte schön, Herr Professor, ist das Wasser? Wasser? Zitrone ist auch drin. Nun ja, denn wenn es sein muss. Bitte, für die Hände, ja. Jacqueline, geh bitte sofort ins Modehaus Köhler und kaufe für die liebe Tante einen Wintermantel. Ja, hier ist der Scheck. Ja. Ach, danke schön. Ja. Aber lieber Herr Professor, ich kann doch unmöglich im Kürbis einem zerrissenen Morgen. Ja, dann kaufst du dir auch noch ein Kleid und Wäsche und Schuhe und einen Tanga und bring mal ein paar Zigarre mit und alles, was dein Herz begehrt. Ja, ich meine doch über die Straße. Ich habe das kleine Auto. Ja, das hat er. Ja, dann ist doch alles in bester Ordnung. Sophia? Ja, Herr Professor? Lass das Paket hier. Oh nein, das gebe ich niemals aus der Hand, Herr Professor. Das sind alles Aktien. Wie? Das ist alles Geld? Nein, Aktien. Ölgesellschaften, Diamantminen, Eisenbahnen, ja. Also genau weiß das selber nicht. Komm, komm, gib es mir. Es ist doch viel zu schwer für dich. Vertraust du mir etwa nicht? Ach, Ihnen immer, Herr Professor. Ja, ich bewahre es für dich an einem sicheren Ort. So eine gute Person, ja, ja. Sie war doch als Kind zuweilen recht lebhaft, ja. Ja, na sowas. Es geht. Eine kleine Erfrischung, wenn ich bitten darf. Ja, aber gern, lieber Herr Professor. Melanie, servierst du bitte den Tee? Ist es recht so, Herr Professor? Aber mit Rum. Aber mit Rum. Ja, ja. Herr Professor. Ja, bitte. Eine Frage. Ja. Was hat sie denn nun eigentlich? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das anvertrauen darf, Sie verstehen. Meine Schweigepflicht als Arzt, als Vertrauter von Kind an. Ich habe die Eltern ja noch sehr gut gekannt, ja. Ja. Ich darf nur den allerengsten Verwandten. Wir sind die allerengsten Verwandten. Ja, das bin ich. Ja, wenn das so ist. Also ja, Frau Schmitz-Vanderbilt leidet an einer chronischen... Hyperparanosis-Framose. Ach ja. Aber sie hatte sich in der letzten Zeit schon ganz gut erholt. Das trügt. Sie vergessen, die Sache ist chronisch. Ja, wenn die Chronometer erst mal drin sind, kriegt man sie nie wieder raus. Ja, ja. Melanie, bitte. Wir müssen täglich mit dem Schlimmsten rechnen. Für mich bitte nur rum, ja. Sie überlebt höchstens noch diesen Winter. Nein. Aber mit den ersten Schneeglöckchen wird sie dem Kreise ihrer Lieben entschwunden sein. Oh, das wird uns so fehlen. Ja, ja. Dann holen wir die auch noch einen Tee. Herr Professor, was können wir denn tun? Nichts können wir tun. Die Wege des Schicksals sind unergründlich, ja. Wir können ihr nur jeden Wunsch von den Augen ablesen, ja. Geben Sie ihr zu essen, was sie will und so oft sie will. Ruhig einmal ein Schnäpschen, das kann gar nicht schaden. Leider werden ihre Wünsche mit der Zeit immer ausgefallener werden, aber das bringt die Krankheit nun einmal so mit sich. Ja, ja, das macht ja nichts. Das macht doch nichts. Ja, aber was machen wir, wenn sie diese schlimmen Anfälle bekommt?
Haben Sie geschultes Personal im Hause? Leider nein. Gut, dann schicke ich dieser Tage mal jemanden vorbei. Liebste, möchtest du dich noch selbst versuchen, der Tante diesen letzten Liebesdienst zu erweisen? Oh, Frau Schmitz-Vanderbilt braucht mehr als nur einen Liebesdienst. Mein lieber Herr Schmitz, wären Sie persönlich denn in der Lage, die liebe Kranke gegen deren Willen zu baden? Wäre ja nicht mal dazu imstande, sie mit ihrem Willen zu baden. Na also, dann schicke ich jemanden vorbei. Es wird das Beste sein. Da, lieber Professor, darf ich Ihnen das Paket abnehmen? Nein, danke. Das bringe ich jetzt auf eine Bank, in ein Safe. Und lasse Ihnen dann den Schlüssel zukommen. Ich darf mich empfehlen. Haben Sie auch nichts vergessen? Doch, mein Honorar. Das macht 375 Mark und 85 Pfennige. So, so, dann willst du nicht. Nee. Ja, sag mal, Kind, warum verkauft ihr denn eigentlich so gut wie gar nichts? Denn der Vater ist doch von morgens bis abends ab in Schwirrfen. Doch, fleißig ist aber eigentlich nur die Mama. Die war nämlich früher mal Weißnäherin. Die näht und die ganze Klamotte. Aber der Alte entwirft. Da kann doch kein Mensch anziehen. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Und deshalb hau ich jetzt ab, bei Nacht und Nebel. Erstens einmal ist es erst 11 Uhr morgens und dann verzeihen wir uns, von was hörst du dann lieber, hä? Von Luigi Cramozza. Ich arbeite Mülletonne und ich arbeite Tennis im Platze, wenn Mülletonne fertig, ja? Ah, deswegen bist du so sportlich, ne? Naja, wir haben uns im Jahren. Unser Haus, da dürfen wir nicht. Und am Tennisplatz in der Umkleidekabine ist es da schon unbequem. Ach, was soll man dann machen? Ja, was soll man machen? Ich heirate Giacobina, mache das Schlafzimmer und alles ist bequem, ne? Richtig, Kinder, gehst du jetzt bei den Eltern und sagst, ich habe den Luigi gern und den Hieroli und damit Pasta, ne? Si, si, und damit der Pasta. Den Italiener? Und dann noch bei der Müllabfuhr? Da brauche ich ja nicht erst fragen. Dann schließen die mich wieder von morgens bis abends in mein Zimmer ein. Madonna mia, wenn Marco das noch einmal, Luigi mag eine ganz andere Sache. Ach, was willst du denn schon machen, ne? Ich mache Giacobina Kind und dann müssen wir, Capito? Das Giacobinchen ist doch viel zu jung für Kind. Hey, aber für das Koppel, darf er machen, ne? Nee, das darf der auch nicht. Ja, nur sagen's, Kind. Und was wär, wenn der Fuß dich ja nicht will? Das ist ja das Schlimme. Der will. Und wie? Ich kann mich doch kaum retten. Ja. Wille, Wille, Luigi, Wille, der Auto, schlage dich kaputt, der Pferd, das Koppel, der Papa, der Mama, also schlage dich kaputt. Vergiss es, Gunge, ja. Ja, sag das nicht, heute soll das doch passieren. Ja, aber nicht in meiner Gegenwart, ja, aber was soll denn echt passieren, ne? Verlobung oder so jetzt Blödes. Ich soll mich mit dem Fürbiskopf verloben und dann kriegt der Papa einen Vertrag. Ja, das ist ja menschenhaft. Dafür, dass der nicht schlimmer macht. Oh ja, verzeih mir, ich könnte nicht kochen. Dann müssen wir aber schon stärkere Geschütze auffahren, ne? Was soll ich denn machen? Ja, also du wirst hier so mal krank, ne? Ja, und was kann ich? Erst beim Tennis spielen und der Ball wird auch kein, ne? Luigi, hol mir uns die rote Tinte vom Schreibtisch. Du musst direkt ins Krankenhaus. Ich kann doch nicht ins Krankenhaus. Das musst du doch auch, ja. Ja, und wo soll ich hin? Ja, Luigi, hast du denn kein Zimmer? Hm? Natürlich habe ich ein Zimmer. Mit so der großen Bette, dass sie unterkochen ist und der Fliesen war. Na also, ja, doch dahin, Kinder. Ja, und wenn meine Eltern mich im Krankenhaus besuchen wollen? Nein, ja, da bist du eben ganz schnell wieder gesund geworden. Bist dann wieder so umständlich. Ja, du Russ, schell Sturm, das andere mache ich schon, ne? Nur Sturm schnell, ne? Nö, nö, das arme Kind, das jode Kind, das arme Kind, das jode Kind. Ich will, was ist denn passiert? Oh. Hat du ohne Falle, der ist der Platz. Das ist ja aber Kopf und der Boden schaut, den Tennistrasmus. Wir sind uriniert. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht.
Die Stoffe müssen im Fabrikprogramm muss zusammengestellt werden. Da hat ein Mannequin einen Unfall. Och, das erbe Kind, das die alte Kinder. Tante, liebe Tante, du darfst dich nicht aufregen. Das Kind muss direkt ins Krankenhaus. Und du weißt, dass jetzt im Krankenhaus. Melanie, halt! Kannst mich doch jetzt mit der Frau nicht allein lassen, Mensch. Wenn da was passiert, die hat ja noch nicht mal ihr Testament gemacht. Oh, ich bin der Anfall! Ich bin der Anfall! Es geht, es geht, es geht, es geht! Na, du hol doch schon endlich die Telefonnummer. Tante, bitte, bitte, liebste Tante, stirb hier nicht. Wo bleibst du denn mit der Telefonnummer? Kann sie nicht finden! Bleiche vom Papier, schon mein Testament. Ja, sofort, das wohl nicht. Da steht die Tür auf, was ist denn hier los? Ach, sie sitzt, die Tante hat einen Anfall, es geht zu Ende, sie will ihr Testament machen. Ne, klar, eine Doppelte. Da liegt keine Telefonnummer. Da hab ich die Ohren noch verloren. Wo ist denn der Pinsch? Ja, die hat einen Sportunfall. Aber es ist nicht sehr schlimm. Warte, das ist nicht sehr schlimm. Das Kind hat bald den ganzen Kopf verloren. Und das Ende ist nicht im Das Kind ist abgeblutet und das Ende ist nicht schlimmer. Wir wollten dir doch nur jede Aufregung ersparen. Tante, du wolltest noch testamentieren. Was soll ich? Das Kind taucht da sein junges Leben aus. Und du verlangst von mir so was Unanständiges. Ja, aber du hast es doch selbst so gewollt. Sag jetzt will ich nicht mehr, wenn ihr nicht auf der Stelle das Kind suchen geht, damit ihr überhaupt nicht sie treffen. Der Arzt hatte uns gewarnt, Jean-Jacques, er hatte uns gewarnt, erinnere dich. Es ist eine Hypermonarchie. Geht das Kind suchen. Ja, wer soll sich denn um dich kümmern? Ja, dann mache ich schon, ne? Ja, das war viel lieber. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da suchen soll. Alles in der Küche, bring auch gleich die Einladung mit. Können wir auf einen Blick in den Briefkasten da. Akta! Müssen Sie Schnäppchen herunter? Ja, ich mich schlarrenlos und bin hier so frei, ne? Muss erst mal die Blumen versäulen. Haben wir denn kein Wasser? Oh, tu mal den Kaffee, kein Radio. Sag mal, Herr Röderus, haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Ja, ich rauche nur Zigarren. Haben wir denn keine Zigarette hier, oder? Also, ja. Ja, sagen Sie mal, liebe Frau Schmitz-Vandenbild, dürfen Sie das denn überhaupt? Aber dafür, man darf sich nur ins Kriegen lassen. Irre ich mich doch, oder jeder denn jetzt ein bisschen besser? Sie irren sich nicht. Ich war nämlich ja nicht krank. Da kann ich dir doch direkt hier da, ne? Sie sehen nämlich heute besonders gut aus, ne? Ja, gefall ich Ihnen so. Ah, verdammt noch einmal, ja, ne? Sie sind der letzte Zick immer jünger wurde. Ja, sag ich mal was sagen, Herr Rundler. Ja. So alt bin ich nämlich auch gerade ja nicht. Verdammt noch einmal, das hast du direkt gefressen. Ja, hören Sie mal, das dürfen Sie aber keinem sagen. Bestimmt nicht. Ja, und dann sind Sie ja nicht, der schwitzt. Ja, ich bin ja nicht verrückt. Sagen Sie mal, sind die auch wirklich fort? Ja, ich lure uns noch. Ich mach den Frängel auf den Ports, ne? Damit Sie nicht unverhofft wiederkommen. Ja, ne? Mach den Frängel auf die Porte, dann hast du eine Porte. Ja, so, Sie sind fort. Ja. Verzeihen, Frau Schmitz, ich hab Sie nicht richtig verstanden. Ob Sie noch ein Schnäpschen wollen? Ja, verdammt nochmal, ich bin ja so frei. Ja, dann Prost, Herr Röderoth, ne? Ja, Prost, Frau Schmitz. Hau, Sie haben aber noch Zucht. Ja, ich brenne vor Neugier. Ich wollte mit Ihnen allein sehen. Ach so, ja. Dort Schnäpschen. Ja, verdammt nochmal, ich kann in den Bruch. Ja. Ja, und das Bienchen, das ist wohl auch ja nicht krank. Ach, war das fortgelaufen? Ja, warum das dann? Das will sie nicht. Ach, die deutsche Ruth, das soll sich doch nur nichts finden, würde. Ganz raue Hand, so voll wie ich will. An jedem Finger zählt kann ich schon. Ja, aber das Bienchen nicht. Jedenfalls nicht freiwillig. Ja, wenn er nicht freiwillig will, dann kann man es ja verdrießen, ne? Aber eine prima Bildung gefressen und eine Frau, die muss freiwillig scharf auf mich sein. Ja, und das ist das Bienchen nicht. Ja, dann funkelt er aber auch nicht.
Kriegt er alle Woche in Frühjahrskollektion. Ach, das hätte ich mir noch mal schwer überlegen. So schlecht ist das für mich ja nicht. Vielleicht sei ich doch mit in das Geschäft ein, ne? Ja, wenn Sie dann mit im Spiel sind, dann sieht die Sache ja direkt anders aus. Ja, dann... Ja, dann, Herr Ründeroth. Dann könnten Sie mir gleich noch einen Schnaps hinschütten. Aber mit Freunden, Herr Ründeroth. Ach, Frau Van der Witt, könnten Sie da nicht roderig für mich sagen? Ja, wenn Sie Sophie für mich sagen. Also, Sophie, auf Brüderschaft. Auf Brüderschaft, Brüderich. Essen ab. Essen ab. Und check. Bratfisch. Sophie, du möchtest nicht für Zigaretten. Hier kommt die Schöne. Und jetzt, wo wir zwei du füreinander sagen, darf ich dir da auch ein Geheimnis anvertrauen? Immer raus damit! Und du verrätst mich nicht? Mir aus dem Feuerbälle verraten, Kate! Ach, dann, ich würde es auch verbracht kommen. Gerät da nicht! Ich, bin nämlich, ja, nicht der schwitzig Tant. Ach, nicht? Nee, da bin ich eigentlich nämlich schon viel zu jung. Ja klar, aber sag uns, wer bist du dann? Sechste schon. Ja, Junge. Ich bin dem Vanderbilt sein sechste Frau. Ja, der war 92, wie der Vorsieher gestorben ist. Dem sind Kinder, sind das älter wie ich. Dann bist du also ja nicht mit dem Schmitz verwandt. Nein, ich selbst persönlich nicht. Ne? Bin gebannt worden. Aber du glaubst ja gar nicht, wie demsig Penziger, demsig Geld hier sind. Oh, oh doch, das glaube ich. Aber du bist doch die Witwe, da können die ja nichts machen. Jung, ist das nicht rührknopf. Ja. Bringe da mal eine schöne, frische Plummetat. Ja. Ja, ja. Halte mal ein Wort fest, ja. Die können etwas machen. Ja, was dann? Die können mich umbringen lassen, oh. Ja. Für so viel Geld, der Profil. Ja, das ist aber doch verständlich, ja, ne? Aber, weißt du, direkt wieder hier, oder, ne? Da kriegt ihr zunächst als ja nichts, ne? Ja, das sind ja Unerhörte, da brauche ich eine Doppelte. Ja, also, ich musste mir so schnell wie möglich wieder hier, oder? Sonst bin ich meines Lebens nicht mehr sicher, ne? Ja, aber sicher doch klar. Ja, sag mal, oder? Wirst du denn keiner, der mich eventuell hier, oder, ne? Ja, da ist ja... Sophie, du warst mir doch immer so sympathisch. Ja, da brauche ich doch gar nicht lange danach, ich habe ranzufahren. Das sind ja unerhörte Möglichkeiten. Aber ohne die Freuden der Liebe doniert nicht. Ach, der doch noch, ja. Da bin ich zu schön für. Oh, ja. Sophie, ich habe eine Frage. Frage los. Könntest du dich daran gewinnen, freiwillig Scherb auf mich zu senden? Ich könnte, du! Ich schwöre dir, dass ich ein ganzes Leben lang freiwillig Scherb auf dich bin. Verdammt nochmal, was ich Blume hier. Ich habe es geschafft. Lass mich von der Welt. Gar! Darf ich um deine Hand anhalten? Ach, aber mit Freuden, Herr Ründeroth. So, und jetzt zeig ich mal, wie Scherb du auf mich bist. Oh, nein, so geht das nicht. Eine schöne Frau, die will langsam erobert werden. Erobere Jön, aber langsam ist nicht drin. Das Nüß für der Roderich Ründeroth aus Rammerskirchen. Das merkt man bei uns im Feuerbüro nicht. Nicht, das merkt man da bei uns. Bei uns im Feuerbüro, da geht man ran wie Völkers Willem. Ja! Oh, verdammt, Mann. Dieser Bubenkel da, der geht mir ja auf die Eier. Ah, Eier. Oh, oh. Professor Gladbach schickt mich! Ich bin Schwester Hildegard! Ich soll Frau Schmitz-Vanderbilt
Himmelfeld, was ist denn hier passiert? Was geht denn hier vor? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Die Frau Spitz-Vanderbilt und ich, wir haben uns soeben verlobt. Und das lässt sich nicht mehr ändern? Wenn ich hier bin, wird sich hier so vieles ändern. Verlassen Sie sich drauf. Na, hoffentlich. Sich eigentlich gleich beginnt das Defilé. Meine Kreationen sind noch nicht eingetroffen, also ich verliere noch meinen Verstand. Dann verlierst du nicht viel. Sag mal, willst du mich umbringen oder was? Ich will dich zur Vernunft bringen. Andere Leute haben auch Nerven. Ja, kannst du mir sagen, warum ich dich überhaupt geheiratet habe? Ich schufte hier wochenlang. Wenn ihr einer geschuftet hat, da bin ich es. Bisher habe ich alle Kleider alleine gemacht und wenn ich sie gemacht hätte, wären sie auch fertig. Aber auf einmal bin ich ja nicht mehr gut genug. Ha, für echte Couture langt's eben doch nicht. Was sagst du da? Naja, du bist eben unbegabt. Und weißt du, was du bist? Sag, was du willst, nur keine Fremdwörter. Du bist ein Vergaser! Man ruiniert mich, ich muss sofort die Firma anrufen. Oh Gott, wer ist das denn? Das bin ja ich, um Himmels Willen. Werde diese Firma verklagen. Wie hieß die bloß? Melanie, wie hieß denn die Firma eigentlich? Das geht mich gar nicht an. Sag mir doch wenigstens die Telefonnummer. Mit dir spreche ich überhaupt nicht Gott, mehr. Wo ist meine Brille? Wo sind meine Unterlagen? Wie hieß denn diese Firma? Verdammter Mist. Braunbach und Co. Was? Ja, woher weißt du denn das? Die haben einen Brief geschrieben. Und hier ist auch noch eine Benachrichtigung von der Bahnpost. Sag mal, die sind doch wohl von allen guten Geistern verlassen. Da schicken die meine Kreationen per Bahnpost. Och, Kind, ich habe meine Brille verlegt. Lies mal vor, aber die Rechnung, das ist das Einzige. Nee, da ist keine Rechnung. Hier steht, betrifft Ihre Bestellung vom 22. des vorigen Monats, sehr geehrter Schmitz. Bezug nehmend auf obige Bestellung teilen wir Ihnen mit, dass sich die Modelle aufgrund der mangelhaften Skizzen als nicht herstellbar erwiesen haben. Die sind doch wohl zu dämlich. Die uns von Ihnen zugesandten Stoffe sind außerdem von derart minderer Qualität, dass sich die Geschäftsleitung nach reiflicher Überlegung entschlossen hat, Ihren Auftrag als für uns untragbar zurückzuweisen. Hochachtungsvoll. Das ist ja entsetzlich. Hier ist noch ein PS. Stoffe und Skizzen gehen Ihnen zu unserer Entlastung per Bahnpost wieder zu. Das ist das Ende. Kind, dein Vater hat sein Letztes gegeben. Jetzt kann ich mich nur noch erschießen. Wo ist meine Pistole? Bringt mir denn niemand meine Pistole? Da ist ja meine Brille verloren. Was ist denn passiert? Da ist es. Wir sind ruiniert. Ja, ich werde da ausrichten. Wir sind am Ende. Ich habe Kunden angeschrieben im In- und Ausland. Man kommt aus Paris, man kommt aus Amerika. Die internationale Presse kommt. Die Rundschau aber nicht. Natürlich, die kommt auch. Nee, die hat gerade abgesagt. Das ist ja eine schöne Ballade. Was für... Ja, Marge! Das ist ja noch viel schlimmer. Eine Katastrophe ist das. Ach, das ist bestimmt der Stadtanzeiger. Modehaus Jean-Jacques? Moment mal, wo liegen die Stoffe? Am Bahnhof. Hier ist die Zustellkarte. Ja, da ist ja noch nicht alles verloren. Ich sag Bescheid. Ja. Stadtanzeiger? Nee, die Bildzeitung. Abgesagt. Abgesagt. Aber der Stadtanzeiger kommt bestimmt. Ja, da fahren Schlücken am Bahnhof die Stoffe.
Mir wird schon jetzt einfallen, ne? Meine liebe Tante, was sollte dir schon einfallen? Schau mal, einfallen, davon träumst du dir mal. Ja. Oh, da kommt bestimmt dein Bräutigam. Das ist auch schon ein Fall von dir. Moin, Herr Schmitz. Was ist denn? Moin zusammen, alles klar. Alles bestens, du konntest dein Geld ja nicht besser anlegen, mein Junge. Ja, das ist ja wunderbar. Ja. Da klappert der Wort wieder. Ich komme gerade vom Hubertus reden. Ja. Jung, was bin ich in Form? Lass mal auf dein Zimmer gehen. Nein, Purzel, das geht nicht. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Oh. Aber ich? Ja, Knoblauchwürstchen. Hey, Brummetat. Brummerische anders. Willst du es probieren? Ich habe ihn mitbringen. Nein, danke schön, Junge. Ich bin ja noch nicht im Bad. Oh, prima. Lass mich doch mit, Johnny. Ich schrubbe da auf der Rücken. Nein, danke schön. Die paar Quadratmeter Rücke, die kriege ich. Frau Schmitz. Ihr Mann, aber ihr seht, als ob er dich in der Röbe gerannt hätte, ne? Es ist weiter nichts, es ist nur die Aufregung. Hier ist ein kleines Trostpflästerchen. Vielen Dank für die schönen paar Blümchen. Na, was ist? Kriege ich Schnäppchen? Möchten Sie einen Cocktail? Was gefällig? Ein Cocktail, ein Hahnenschwänzchen. Nee, geben Sie mal lieber was zu trinken. Ja. Herr Ründer. Ja, dann trinken Sie doch einen mit. Ich meine, das beruhigt doch den Nerven, ne? Ich trinke nie. Ach, was Sie nicht sagen. Ach, eigentlich haben Sie recht. Ja. Prost, Herr Ründer. Prost, Frau Schmitz. Na, ist es jetzt ein bisschen besser? Ach, es geht. Es ist nur die Pöschemonologonosumo. Nein, ich sage es besser nicht. Ach, nun sagen Sie es doch, hm? Mein Mann versteht mich nicht. Doch, hammer das doch alles wieder. Da tut man doch hübsch, da hat der Ringer rum und er raft, dass die Männer ihre Frauen nicht verstanden. Also ich habe da keine größeren Schwierigkeiten. Das glaube ich Ihnen gerne. Ein Mann von Ihrer Struktur. Also mit Ihren Fähigkeiten, ehrlich gesagt, manchmal beneide ich die Tante um so einen Mann. Na, das tun ja viele, aber es ist doch gar nicht notwendig. Wenn ich auch in der nächsten Zeit mit dem Sophie vor den Traumaltar trete, deswegen brauchen doch die übrigen Frauen im rheinischen Raum nicht in Sack und Asche rumzulaufen. Wie tröstlich, das zu wissen. Wissen Sie, was mir dieser Tage eingefallen ist? Was? Wenn Sie meine Tante heiraten, dann muss ich Onkel zu Ihnen sagen. Vorsicht, die Onkel! Oh! Hätte sich doch bald in die Brumme Richtig lustig ist das. Ja, ich finde es auch äußerst ambulant. Ein Handtuch. Ja, hinter der Fritz. Moment, haben wir sofort. Ja. Jo, so. Hat er in der Brumme gepasst? Ja. Ja, erst mal das Grobe wegmachen. Ja. Junge, Junge, ganz schön zugelangt. Ja. So, und jetzt nehmen wir die einzelnen Fingerchen für. Ja. So, das ist der Zeigefinger, der Amtsrichter, der Ringfinger, der kleine Finger und Kille am Sonntag und der Rest weißt du selber. Oh. Nein, so gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Ja, ja, das war. Ich fühle mich glücklich, amphorisch, in die Jugend versetzt. Ich möchte tanzen. Können Sie tanzen, Herr Underwood? Ja, so eine Walzer bringe ich noch auf die Beine, aber nur Räse rüber, so links rüber kann ich nicht. Mein Lieber, Ihre Führung ist sentimentell. Ja, der Walzer Räse rüber ist eine große Knüller von mir. Das nehmen wir bei uns auf der Kirmes kennen noch. Und jetzt ein Ausfallschritt und hopp und zack. Ach, ich liebe die ländlichen Festbarkeiten. Erzählen Sie mir davon. Ja, einfach jeden. Also das Mäuster wird angetrudelt, ne? Der ganze Schützeverein mit dem Vorstand. Und dann wird auf der Tröte geblasen. Fundamental! Und was passiert dann? Ja, und dann gehen wir in Reih und Glied. Zu sportiven Verführungen. Mein Gott, welch starker Arm!
Das ist nicht mein Arm, das ist mein Horn. Die Schweinezucht, das ganze Solarium der ländlichen Anomalie. Mein Gott, was eingemacht! Mein Gott, jeder wie in der Probe Bus gehen an das Telefon. Auf den Johnny Luz, der ganze Tag da dran. Mode aus Jean-Jacques, guten Morgen. Wer ist da? Ach, der Stadtanzeiger, sehr erfreut. Ja, bitte. Wie? Sie können nicht kommen? Einen Moment, bitte. Verdammt, noch mal nicht, die Kinder, der Porz auf! Ja, da bin ich wieder, ja. Mein Gott, wo ist ja das Melanie? Ja, ich verstehe es aus. Jawohl, ja, wiederhören, wiederhören. Du bist ein Flutsch, also viele Pässe sind du jetzt wieder heim, ne? Ich nicke sie gerne. Ich suche Jacobina. Mehr wie eine Woche ich nicke sie gesehen. Ich nehme mit der Jacobina und schlage das unter Bund. Das darfst du nicht und das Jacobinchen ist auch gar nicht da. Wo ist die Jacobina? Entweder Jacobina kommt mit Luigi oder Luigi macht alles kaputt. Was Sie Frechling, verlassen Sie sofort das Haus. Sie dürfen die Kranke nicht so aufregen. Verjäset! Dann ist doch dem Bienchen seine Junge, weiß er Bescheid. Ja, dann macht er nicht so gedöns, Jungs, hast du das Fenster von mir in der Ende. Macht er nix. Komm, schlage den Luigi. Luigi sowieso den kaputt. Aber vorher, mach den kaputt, die Schwiegermutter, mach den kaputt, der Vater, alles kaputt, Luigi auch kaputt. Arme Giacobino, keine Papa, keine Mama, keine Luigi. Du riechst dich doch nicht so auf, Junge. Aufregend sagt, ich kann ein paar für das Ei, nee, der ist ja wieder gesund. Hör doch auf, Junge, das bringt doch nicht. Luigi, hör mal zu. Du willst doch das Jakobinchen haben, oder nicht? Natürlich, ich will er haben. Ja, du bist aber ganz schön, das kriegst du doch auch. Ja, bitte, will er haben, Jacobina, ja, bitte, ja, bitte. Ja, aber du musst auf mich hören, Junge. Ja, ja, sie. Ach, komm, mach doch nicht so gedrissen wegen dem Lerbeck. Natürlich mache ich das. Der Junge hat Liebeskummer und hat den wie, ne? Ja, tut er weh. Ja. Ach, andere Leute kann das doch. Ja, du weißt ja nicht, was das ist, ne? Weißt du nicht, du tut mir weh. Doch, Luigi, ich weiß nicht, Lena, tut. Pass mal auf, ganz ruhig. Du kriegst das Jacobina, aber du kannst nicht hier bleiben. Doch, bleib, ich schlage alles so kaputt. Ja, ja, jedenfalls nicht in dem Anzug, hä? Ist eine Mülltonne. Sag mal, hast du denn keine gute Anzug zu Hause? Doch, habe ich eine gute Anzug, Mama Mia. Hatte gekauft, Papa für mich, abrendi sie. Io un vestito molto bello, e una cravatta ancora più bella, me l'hanno comprata per la sposa Alicia di mia sorella, e mia sorella è sposata una volta sola. Pensate che noi non abbiamo di bei vestiti, eh? Ah, kann ich ja nicht besser, io. Jetzt gehst du nach Hause und dann ziehst du dir an, ne? Und dann machst du dir hier so eine Schnauze, noch ein bisschen schöner, und ein paar Koteletten, da und da. Und dann kommst du damit wieder hier hin, und dann nimmst du so eine Einladung mit, und dann sagst du, hör gut so, du wirst der berühmte Modeschöpfer Giorgio Armani Junior aus Rom. Du wirst hier vorbeigekommen, für die Kollektion zu kaufen, und dann tust du das Jacobina heiraten. Nicht diese Kollektion, nur Jacobina. Ja, ja, komm, lass mich schon mal machen. Also, du bist in Giorgio Armani, seine Junge, du sprichst nur Italienisch. Nicht, dass du hier was anderes versaust. È naturale che io parlo italiano, io sono italiano, per me è un gioco in Italia. Non ti sei in andere Lücke an. Ja, Luigi und der Pinche, das sind kein andere Lücke, ne? Ja, du sollst aber nicht so Gedöns drin machen. Liebeskummer und so einen Driss. Als wenn das hier die einzige Lücke wäre, die Liebeskummer hätte. Ja, wer hätte das denn noch? Da freust du ja nicht, ne? Ja, wer soll sich denn freuen, ob er Liebeskummer hat, hä? Königin Siri Kitt, oder? Oder der Erzbischof von Canterbury, oder? Nee, ich meine in deiner näheren Umgebung. In der näheren Umgebung, ja, wer haben wir denn da, ne? Hier in der näheren Umgebung, da. Da haben wir den Bundeskanzler, ne? Und Margaret Thatcher, ne? Meinst du, ob das von dir in ihrem Lande jetzt mit dem von diesem unserem Lande? Du nimmst das nicht ernst. Ach, was ist denn so ein Stolz jetzt, der Junge? Dass der Bauer hier den ganzen Tag um diese Räumschlafenzel, dass der keinen Augenblick versäumt, um dich anzupacken, das sollst du ernst nehmen.
dass der auch viermal versucht hat, mit ihr in die Zimmerin zu kommen. Dass ich das nur in der allerletzten Minute verhindert habe. Was, es ist ja rührend, wie du mich besorgt bist, ne? Meinst du, er wohnt von der Unschuld drauf, ne? Bitte, aber ein bisschen erspäht. Nicht nur das. Der hätte so ja auch zweimal gebützt. Ja, liebe Junge, hast du da keine andere Sorge? Oh doch, ich habe Angst, dass eines das wie der Wild über die Schier fällt. Ja und, da bist du vergewaltigt. Oder krieg ich ein paar Fussi, ihr Benz. Lächerlich hier. Oh, so geht das nicht lächerlich. So geht kann er auch passieren. Ja, und? Ich bin über 18 und der Mann ist mit mir verlobt. Ja, der Katze von mir ist ja direkt hier. Oder? Ja, warum denn nicht? Für außer habe ich die Schwerde. Du hast so ja noch wie aus, weil als wirst du denkst. Meinst du? Ja, dat. Aber du gehst ja nicht mit offenen Ohren durch die Welt. Jo, da mach ich meine Augen. Eben ist demnächst ein bisschen besser geht ab, ne? Wer geht es denn nur noch groß an zu füllen? Geht es doch nicht mehr, ne? Der Harald Juden Küssüff. Ne? Und der Toni Schumacher ist verheiratet, ne? Ob der Junter Sachs sich wegen mir scheiden lässt, ne? Ist auch noch nicht raus, ne? Ist noch nicht fest, dieser Termin, ja? Ja. Es geht auch noch anders. Ja, ja, da geht es noch der Jupiter war. Ne? Aber den will ich nicht, der will keiner mehr. Ja. Der konnte ja noch Intendant hier bei der städtischen Bühne in Köln werden. Ne? Hat er auch noch verpasst, ja. Doch der war Intendant in Köln. Ja, ja. Die haben noch einen gesucht, der den großen Namen hat und der nichts kann. An die gesögt. Na ja, so eine, mit dem sie machen können, was sie wollen. Sie öfter besser wie am Veräppeln. Und das ist ja mein. Liebe Dürs, ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Ne? Wirklich nicht? Nein, nein, ich weiß nicht. Zig 4 Jahre trecken ich mit dir von einem Kirmesplatz auf der anderen. Zig 4 Jahre sparen ich mir für dich jede Bisse von der Mul ab. Zig 4 Jahre mache ich mir Sorgen um dich und du weißt nicht, was ich will? Ja, da blieb noch glatt der Speifel. Da schläft der Typ mit mir zig 4 Jahre auf einer Wiese, in einem Busch, manchmal sogar unter dasselbe Deck und er freut nicht einmal, na Fräulein, wie waren mit uns zwei? Na ja, ich hab mich nie so richtig getroffen. Warum das denn nicht, hä? Bist du nicht, hä? Ein Stachel auf der Nase, hä? Bin ich Julius Cäsar? Oder der heilige Margarete von Julius Bündnis persönlich, dass du dich nicht traust? Soll ich mal was sagen, Junge, du lügst? Denn dass du zu feist dafür bist, das glaub ich dir ja nicht. Bist was für mich glaube? Wärst bis jetzt aber auch nicht dran gedacht. Doch, weißt du, da hab ich schon. Ja, ja, wenn einmal der Wort ist, ist er zu kalt oder zu laut oder zu ungemütlich dafür. Ne? Aber jetzt, wo wir zum nächsten Mal warm und durch sind und wo du nichts anderes zu tun hast, da fällt es mir denn, ne? Na ja, ich hab Angst, dass ich mir ihn noch fortnehme. Genau, genau, das ist es nämlich, mein Freund. Da trägst du nämlich alleine über der Landstraße, ja, da sitzt keiner wieder mit dir, der über die gläppische Witze lacht. Der den Kopf hält, wenn das Herr mit dir kriegst, ne? Aber zöf, ich fand dich doch jetzt. Also jetzt etwa flück, Junge. Wenn mir eine gehen hätte, bringt mir dann eine. Bring mir doch eine, wenn du mich jenes, ja. Sag, als wenn ich dir noch nie eine gebraten hätte. Ja, da bringen wir uns die Trauben von der Bahn. Von der Liebe essen, wenn ich verzahlt wäre und ich schlafe mich doch keiner bei der Haut. Also komm, ich hab dir schon viel verzahlt. Ja, ja, du hast mir zum Beispiel gesagt, hier beim Adel Kaiser Wilhelm, da fällt ein paar Knöpfer am Ärmel. Ne? Oder bei der Katharina der Großen, da ist das Plastron kaputt. Und wenn jetzt Hu kommt, ne, da hast du gesagt, ho, die Ätze sucht, die du hier gemacht hast, der war gut geschmeckt. Ne? Aber da, der Roderisch Röderisch Röderisch Röderisch, hätte er wenigstens gesagt, ich bin freiwillig Scherb auf dich, ne? So jetzt mögt ihr eben fallen. Also ihr Kläppchen, das fällt mir von nicht hin. Ja, dann lass dich ein anderes hinfallen, sonst will ich Frau Ründerup befinden, ihr Röntgen dreht. Und jetzt werde ich frisch.
wenn ich Ihnen 1a prima Liebeserklärung höre, aber ohne dabei zu stottern und ohne dabei in den Fingernägel rumzukehren. Da, das schläft ja wieder der Buch voll. Und ich soll mal hier den fallen lassen. Sophia, ich bin freiwillig scherb auf dich. Wenn da den 1 prima Liebeserklärung gehört. Nee. Da muss man ganz anders machen, wenn man einer Frau gegenübertritt. Da ist Lockerheit erstes Gebot. Da stelle ich mich ganz locker hin, so wie das mit meinem Adeste. Und da sage ich, tschüss. Ich doch nicht, ich kann nicht anders. Lass mal hängen der Böschchen, da kriegst du von mir ein Bützchen. Und ich knöpfe mal alle Kaiserwillen, die nie nicht selber, ne? Dann schleppt man Papa noch. Aber das machen nur die verdammte Frau, Lückskleider. Ach, und die schon. Ach, da knickt man immer mit um. Nee, was bin ich die Frau, Lückskleider? Nee. Noch hier so ein paar Putzentäschchen sind da drin. Junge, es ist ja nicht schlecht, wenn alle Schüre brennen. Jetzt bin ich so richtig in Vater. Verdammte Schwester, haben Sie ein paar stramme Schenkel, ne? Hinterlassen Sie das, Sie unverschämter Fütschensfühler! Ja, komm, stell dir das nicht so an, ne? Ich werde mich bei meiner Chefin über Sie beschweren. Oh, Schwester, das war doch gar nicht so gemeint, ne? Ja, ich weiß schon, wie das gemeint war. Ja, das ist ja gut, da brauchen wir uns ja nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Ich habe nämlich schon lange ein schweres Auge auf Sie geworfen, ne? Sie vergessen, dass Sie mit meiner Chefin verlobt sind. Oh, nee, das vergesse ich nicht. Und wenn Sie Ihre Stellung bei uns behalten würde, dann müssen wir zwar eine ganze Zeit hier zusammen auskommen. Ne? Ja, dann benehmen Sie sich dementsprechend. Schwester, Sie haben mich falsch verstanden. Sie müssen mit mir auskommen, nicht ich mit Ihnen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Oh, eigentlich sehr angenehm, ne? Bin nämlich sehr, sehr scherb auf blonde Frauen, ne? Glauben Sie mir, dass Marilyn Monroe, ne? Und das Annemarie Renger, das sind die Frauen, die bei mir noch... Ja, ich bin aber keine von... Da haben Sie aber eine kolossale Ähnlichkeit mit. Also zumindest mit dem Annemarie Renger. Wohingegen ja, dass Ursula Andres eine ganz andere Erscheinung ist. Ne? Ja, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Oh nee, das fängt natürlich erst richtig an. Sagen Sie mal, Schwester im Vertrauen, eine Frage. Sind Sie eigentlich eine echte Blondine? Natürlich. Ja, ja, die mischte Blondine sind ja gefärbte Füße, ne? Ja, Sie sind ja selber so ein Fuß. Bin auch kein Fuß, bin Tornister Blond. Mit Frauen, die leicht zu haben sind, die sind ja nicht wert, ne? Ich brauche den Kampf um das Weib. Und gerade die spröde Blondine, die hat ja Fußdick in den Ohren. Also der Kampf ganz an, Kehlsche. Ja. Au! Donnerwetter, Schwester, Sie haben ja eine scharfe Handschrift. Aber das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Da kannst du dir mal Knochen bauen. Schwester, ehe Sie weiterschlagen, müssen wir erst einmal was regeln, ne? Regeln? Du kriegst jetzt aber für die Bilder. Lade oder lässt die Regelung stattgefunden. Wenn du mich jetzt nochmal so haust, dann musst du später aber ganz lieb für mich sein. Ja, jetzt sei ich mir lieb. Ich will dich... Schwester, ich warne dich, wenn du nochmal so schlägst, da hörst du die Engelchen im Himmel singen, ne? Ich will doch nicht schlagen. Ich will doch lieb für dich sein. Muss ja, mich hier schön liebchen. Ja. Köpfe dran, Eulchen zu. München zu, ja. Englische zu! Ja, ich tue alles, was du willst, Kind. Ja, oh. So, und jetzt hört er die Engel schon im Himmel singen. Der blöden Buhr. Mir war, als hätte ich ein Bumsen vernommen. Himmelswillen, Roderich, Geliebter, der liegt ja im Koop. Geliebter, ja. Geliebter, oh. Deine Rettung naht. Ja, meine Schwester, deine Rettung so. Naht. So, oh, so, ja. So. Oh. Er nimmt nicht mal mehr etwas zu sich. Oh, Junge, wenn ich das kriege, dann zerriss ich in der Luft. Junge Schwester Hilliard, wenn ich dich kriege, dann...
die Schwester ist eine Platekopf. Was denn, der Kabul, meinst du, ist es? Oh, wenn ich die kriege, ich zerreiß sie. Jawohl, in der Luft verreiße ich sie. Mit den bloßen Händen. Mutter, schon sag, wir nehmen keine weiteren Absagen mehr entgegen. Schluss aus, Sie kommen, Ende. Da hat noch jemand abgesagt. Ja, nur noch der Express, das andere habe ich vorhin noch. Was soll man denn überhaupt noch machen? Jetzt haben wir die Modenschau angesagt, jetzt steigt die auch. Ja, wir haben ja nicht mal Modelle. Wenn wir Stoff haben, haben wir auch Modelle. Hier, wir fummeln an nicht hoch selber. Ja, komm. Tut mal die Ottomane hier weg, es geht jetzt los. Wir brauchen Platz. Melanie! Du Ratekopf, küsst dich jetzt hin. Bin ja da. Also kannst du uns jetzt helfen, ne? Kind hier. Ja. Liebchen, bring die Stoffe in die Nähe, schon wir müssen die Dinger ja noch schneiden. Wer soll die nähen? Da wird überhaupt nichts hier nähen. Na, das kann ja nicht gut gehen. Wenn hier klappt das schon, hast du wenigstens dein Programm fertig. Selbstverständlich, meine Moderation. Das wird ein Weltereignis. Ein Weltereignis. Also sogar hier auf eine Gesangsnummer einstudiert. So, singst du, da singe ich das und da singe ich das. Und was mache ich? Du bist ein Mannequin. Ach, das habe ich aber jetzt immer gemacht. Und du bist ein anderer Mannequin. Ich brauche nämlich zwei. Da kann ja die Schwester Hildegard aussehen. Ach, Hildegard kann doch nicht helfen. Mit der Quadratlatsche ist ja der Laufstich offen. Sie könnte es ja mal versuchen. Quatschek ist doch eine Trampe. Hast du wenigstens Bierdeckel und Brotkörbchen im Haus? Das weiß ich nicht. Liebste, Bierdeckel und Brotkörbchen für Silke, die brauchst du für meine Kreationen. Jetzt ist sie völlig übergeschnappt. Ich habe da jetzt Tante übrig. Sophia, was ist, wenn nun gar niemand kommt? Wie, wenn nun gar niemand kommt? Da oben sitzt eine 400 Lücke. Mensch, da wird ja niemand, hä? Vom Giorgio Armani aus Rom. Der Sohn von Giorgio Armani, woher weißt du das? Der war eben hier, hat sich angemeldet. Ja, warum sagst du das jetzt erst? Ich war ja noch gar nicht dazu gekommen. So, und jetzt bist du schwer zu bremsen. Wo ist dich her? In der Nähstube. So, und jetzt werde ich Modelle entwerfen. Die hat die Welt noch nicht gesehen. Da wird der Karl Lagerfeld, wird von Heinz Grönem gesehen. Und ein Coco Chanel, das kann stempeln, Jon. Die ist verrückt geworden. Das kann ich in der kurzen Zeit gar nicht schaffen. Lass sie doch. Muss sie letzten Endes alles selber bezahlen. Oder vielleicht der Herr Bräutigam. Singen wir die auch noch? Nein, uns bleibt heute aber auch gar nichts erspart. Buongiorno. Buongiorno. Io sono il figlio di Giorgio Armani e vengo da Roma. Io vengo per la sfilata di moda e questo è il mio invito. Ja, das ist der Sohn von Giorgio Armani. Giorgio Armani aus Roma. Ist das nicht der nette Junge? Lei ist sempre il benvenuto, signor Armani. Piacere, fortunatissimo. Ancora benvenuto, moltissimo. Auch von mir ein herzliches Benito Mussolini. Fortunato di fare la sua conoscenza. Grazie altrettanto. Ja, Jacqueline, geleitet diesen Herrn sofort hinauf auf die Estrade. Si accomodi prego sulla estradella. La ringrazio molto. Der Runderot muss her, ist kein Lobes rein. Du lieber Himmel, jetzt wird's aber ernst. Den Bauern hätten wir ja noch was vormachen können. Aber jetzt sitzt dort oben ein Fachmann. Ein echter Fachmann. Es läuft. Ich bin hier so. Ja, ich mach schon. Einen recht fröhlichen guten Morgen wünsche ich. Das Modehaus Jean-Jacques heißt Sie auf das herzlichste willkommen. Morning, Hamilton. P.R. Hamilton is my name. I coming from Kaufhaus Blumenthal aus Dallas in Texas, yes. I coming for looking the collection and the Kleiders and the Robes and all what you have rumbling in your boot and alles. You are welcome, Mr. Hamilton. We are very glad to see you. Yes, also yes. But I have a question. Is here in this house meine Fiance, meine Verlobte, Miss Sophia Schmitz-Vanderbilt?
Was, sie ist mir durch den Kort gegangen. Also, sie kommen gar nicht wegen der Modenschau? Ach, selbstverständlich, auch von den Kleidern. Was, meine Verlobte, Schmitz Vanderbilt, isn't he here? Oh ja, oh, oh. Wenn ich die Herren vielleicht miteinander bekannt machen darf, das ist Herr Roderich Ründeroth aus Rommerskirchen, Kleiderfabrikant. Und das ist P.R. Hamilton aus Dallas, von Blumenthal, Dallas. Wussten die Herren, dass sie miteinander verlobt sind? Ja, meine Frau meint, sie sind beide Verlobte meiner Tante. Ich kann nicht. Also ich sage, ich schließe der Keller. Ich schließe der Keller. Ich traue dem König, und wenn der die Schnüsse bett, da flüchte über das Geländer. Das sage ich dir. Aber nicht während der Vorführung. Jawohl, während der Vorführung auch. Bitte Ruhe, bitte Ruhe. Ruhe. Achtung, die Show beginnt. Oh yes, it goes lost. Thank you, mister. Yes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Modehaus Jean-Jacques heißt Sie zu seiner diesjährigen Exhibition au printemps auf das herzlichste willkommen. Oh yes, welcome, mister, and happy new year, yes. Aber klären wir doch zunächst einmal die Frage, was ist Mode? Mode. Dieses Wort beherrscht heute die ganze Welt. Mode. Alle Jahre neu, wie es euch gefällt. Mode ist eine Lust, werde Mode bewusst. Hochbeglückt, werde Mode verrückt. Mode ist so schön. Mode macht dich überlegen, macht dich kühn. Trägt man einen Hut im Bett, Gott, vertrage ihn. Nen Bikini aus Nerz, nen Rolls Royce mit nem Herz. Zur Pfeife Glock auch mal Radieschen am Rock. Mode ist stets neu. Mode ist, was man im hohen Hause trägt. Kreuze, Falten oder einfach abgesägt. In dem modischen Kreis trägt man schwarz oder weiß. Was heute in ist nicht rot oder grün. Mode ist heute schwarz. Schwarz. Mode, zeige deine Rüschen, zeig deinen Strass. Zeig dein neues Kleid, auch wenn es nicht zu dir passt. Mal nen Hut mit Rollo, Gott, das trägt man jetzt so. Bleib azur in Geschmack und Frisur. Mode braucht auch Mut. Trag es möglichst zuerst, wo du auch verkehrst. Trag dich modern, möglichst ultramodern. Mode, oh la la, ist so sexy. Mode ist doch so schön, Mode ist doch so schön. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Modellen des Modehauses Jean-Jacques. Madame Mode trägt in diesem Jahr schwarz oder weiß, blanc et noir, ça c'est la devise. Sie hat hier ein hochgeschlossenes Kleid, keusch, züchtig, la création de la grande tournée, ein Wendekleid sozusagen. Wir können auf jeglichen Schmuck verzichten, außer den kleinen Blöckchen, die wir eigens dazu komponiert haben, die den Frühling einläuten sollen. Dazu eine Straußenfeder von unseren eigenen Farmen in Südafrika. Schwarz und weiß sind die Modelle. Hier Vulkanschwarz und Schneeflockenweiß. Das jugendliche Modell, das uns Jacqueline vorführt. Die Agraffe aus Pailletten, die vorne die Hüfte das Kleid zusammenhält. Aus Pailletten, aus Formosa dazu das passende Hütchen. Aus unserer eigenen Hutmacherei und ein entsprechender Halsschmuck.
zauberhaft, Jacqueline, in diesem jugendlichen Modell. Ich sehe, auch in Italien hat es gefallen. Auch hier strahlen die Schultern der Trägerin am Abend. Das kleine Schwarz, auf das keine Frau verzichten kann. Ein Kleid für die Party. An der Seite sehen wir eine runde Partytasche. Melanie zeigt sie uns. Da kannst du besser eine Butter damit kleuen. Ich sehe, Sie kennen sich aus mit kalten Buffets. Auch hier haben wir dem Trend der Mode folgend wieder die kleinen Glöckchen gewählt. Der Kragen beginnt unter dem Kopf, kurz geht über die Brustpartie bis weit in die Hüften. Die Krönung des Ganzen, ein goldenes Käppchen, Chaperon d'or, heißt auch dieses Modell. Die Frau des Putifas, der Name dieses zauberhaften Modells. Wir konnten auf fast jeglichen Schmuck verzichten. Nur ein üppiger Goldschmuck von 14 Karat. Diese Kette schmückt jede Frau außerordentlich. Dieses Modell umschmeichelt die Hüften der Trägerin. Ein Modell für die Gartenparty ist angesagt. Ja, Blumen überall am Kopfputz, roter Mohn. Es ist für die Gartenparty gedacht, wirklich, also roter Mohn. Jeder hat so sein eigenes Opiumbeet mit auf der Gartenparty. Dazu darf ich Ihre Blicke lenken auf diese genial angefertigten Hosen. Das rechte Bein wird körpereng getragen, das linke Hosenbein weit schwingend, so wie das Oberteil. Ein Hosenbandorden gehört dazu, Uniswaki Malibans. Jetzt kommen wir zu der Hosenmode der Lässigen. Keine Frau will mehr darauf verzichten, keine Modenschau mehr ohne Hose. Ja, trotzdem sind wir Frauen ohne Höschen lieber. Für eine elegante Dame ist diese Hose natürlich das Schönste, was sie am Abend tragen kann, am Kamin oder auf der Party. Auch hier wieder Pailletten. Das nächste Modell, das uns hier Jacqueline zeigt, kann auf jeglichen Schmuck verzichten. Jacqueline kommt nur im Schmuck ihrer Jugend. Die Frisur ist von Maître Alexandre Paris. Harlequin heißt dieses zauberhafte Modell der Haute Couture. Vorne ein kleiner Ausschnitt, hinten ein kleiner Ausschnitt. Baba, Plüba, Harlequin, ein Einfall unseres Hauses. Bravo, Jacqueline. Und jetzt die große Überraschung, das Zwillingsmodell. Dieses Modell gibt es an Trägerinnen den Flair, zweifach Frau zu sein. Entzückend, auch das Torero-Hütchen, bravo, bravo. Unsere Star-Modelle, Melanie und Jacqueline. Entzückend, entzückend. Wir sind immer wieder für Überraschungen gut, aber was machen wir jetzt? Jetzt hast du keine Modelle mehr. Jetzt, meine Damen und Herren, machen wir eine ganz kleine Pause. Es unterhält Sie ein Mitglied unseres Hauses mit Musik. Wenn du nur schüttest im Kopf und sonst nix, dann ist er nicht mit zu helfen. Wenn du Klamotten für wichtig hältst, dann bist du mir auch nicht wert, als wie die Bluten, die man dreht. Wenn du grün Haar hast im Kopf und nix drin, da bist du auch nicht viel besser, als wie die Arme mit dem Hut, wie der Spießer, der über dich schenkt. Das ist doch Stuss, der dir nichts bringt. Doch hey, auch noch jet anderes Leben. Was einer anhat, ist nicht wichtig im Leben. Lue und sing auch und hier auch, was er sieht, woran er glaubt und
was ich sonst noch alles mit. Wenn er nur Stolz hat im Kopf und sonst nichts, dann ist ihm nicht mit zu helfen. Wenn er Klamotten für wichtig hält, dann ist er mir auch nicht weh, als wie die Bluten, die er brennt. Als wie die Bluten, die er brennt. Wenn ihn er angeht und er will Dinge fremden und ist schwer ob ihr muss, da nur besser gut hin, ob er sich auch noch Dinge Freundschaft sehnt und ob er wirklich die Vertrauen auch voll verdient. Wenn er grün Haar hat und Kopf und nichts drin, dann ist er auch nicht viel besser als wie die Arme mit dem Hut, wie der Spießer, der über ihn schenkt. Das ist doch Stuss, der nichts verbrennt. Das ist doch Stuss, der dir nichts brennt. Das ist doch Stuss, der dir nichts brennt. Una grande canzone, fantastico. Ja, ja, ich hätte gefallen, ja. Okay. Ja, so eine Rede machen. Ja, ja, können wir dann Break tanzen? Ja, die können wir auch. Ja, auch lass mal jetzt probieren, wa? Trinken, schmeiß den Reben auf die Südbad und Fenn, Wiese, Hüppe, kommen sie mal hier. Wie die Puppe, wie im Hemdchen. Der Scholze Korski, wie der beste Fahrt. Der Spanane und die Fenster Spaß. Wie an einem Kölsch, Wiese, Hüppe, drehen sich um Kopf. Und auch um Wünsche, mäßig seine Art. Wie die der Dame, trägt das der Schmort. Der Stunde Druck. Dann geht es los und die Hammerrad ab, doch verdünnen die, kann ich abflammen und schüttelt mit. Bobbet Pulle läuft, sich Mam am Fenster, wird sich schütteln und sich rüttelt, sind die Kinder krank oder bescheuert, rüttelt einen Doktor oder Schussmann doch, die hören nichts, denn die sind wie. Schön, 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 schön.
Marco und mich verkürzen zu dir, denn das sind wir so furchtbar. Nimm doch wenigstens eine Henkelmann mit. Hey, du Jenny, von den Rädern wie im Raum im schweren Los. Hey, uns jetzt von den Designs wie im Raum im schweren Los. Hey, uns jetzt von understands me by the car, yes. Oh, Mr. Schmitz, we making the deal, yes, sir. And so long all together. Ich muss jetzt leider gehen, yes. Das ist ja wundervoll, das übertrifft meine Künstlerwartungen. Anche me. Mille gratulazione, Signor Schmitz. La sua collezione è meravigliosa. Aber habe ich eine kleine Question. Ja. Wer ist diese süße kleine Mannequin? Könnt ihr vielleicht sprechen, ihr Papa? Ihr Papa bin ich. Io sono Mamma mia. Cara Mama, caro Papa, kommt ihr vielleicht das zu schnell, aber möchtet ihr heiraten deine Tochter? Wenn ich den richtig verstanden habe, will der unsere Jacqueline heiraten. Das kommt etwas überraschend, aber meinetwegen von ganzem Herzen. Frag die besser mal, ob sie überhaupt will. Die hat doch nichts zu wollen. Bitte, willst du? Natürlich will ich. Dann ist doch besser wie der pure Bellrammel. Oh! Was hätte er doch für mich gesagt? Ich wäre ein Bure Bellrammel. Ja, richtig, ich habe besser Ohren und Fuß hier als besser aus. Ja, von mir aus. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Sagen Sie, Rössig, Raumschiff dann. Wo ist denn nicht die Krankenschwester? Ja, was willst du mit dem? Willst du mit dem immeren Spieler oder was? Von wem? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Dass der Hamilton deiner Schwester Hilde ja so furchtbar ähnlich ist. Ja, ja, das ja, ja. Und der Röschere so, ne? Ja. Sag, woher willst du dann mit der Krankenschwester Röschere? Ja, das kann. Also, auf jeden Fall, der Hamilton ist ein Betrüger. Oh nein, mit dem Mann war ich mal verlobt. Und wenn du das sagst, dann musst du das beweisen. Ne? Ja, das kann ich. Guck mal, was ich den vom Kopf hier trocken hab. Ach du lieber Jan. Das Hübsche und die Birke von der Schwester Hilde, das war die Bande. Die wollte mich umbringen. Mir wird es nicht, mir wird es noch immer nicht besser. Ich muss mich jetzt hinten legen. Soll ich nicht mitgehen, liebe Tante? Nein, ich will mit meinem Kummer alleine sein. Ich will mein Testament machen, ruft der Notar Kuckelkorn an. Meint der Notar Kuckelkorn aus Jülich? Ja, natürlich aus Jülich. Ach, der Anische Kant, der seit 4 Jahren tut. Na, kann doch gar nicht sein, hat uns noch vor 2 Monaten einen Brief geschrieben. Woher kennen Sie denn Herrn Kuckelkorn? Ja, der hat die Erbschaft von meinem Vater Sillich geregelt. Was kann es sich da nicht um einen Notar gleichen Namens handeln? Da wollen wir doch gleich die Tante mal fragen. Ach, die Tante ist doch auch eine Betrügerin. Wie kommen Sie zu dieser ungeheuren Behauptung? Na, ist nicht toll, es kann nicht aufgefallen, dass die Tante von Woche zu Woche jünger wurde ist. Die Tante ist nämlich ja kein Tant. Na ja, ein Onkel ist sie auch nicht. Die Tante ist weg. Aber sie hat uns immerhin die Aktien hier gelassen. So, die Aktien, da lass mich doch einen Blick in die Aktie werfen. Da verstonn ich nämlich jetzt von nicht. Es wird Ihnen die Tante aber sehr übel nehmen. Lass nur, meine Teure. Gleich werfe ich diesen Menschen sowieso aus dem Hause. Oh, der Bruder, Jan, ich hoffe von selber, ne? Hey, die Aktien, die könnt ihr jetzt anlohnen. Das sind nämlich nichts wie Aalzedeln. Die Aktien sind gar nichts wert. Ja, höchstens für sich die Futter damit aufzuputzen, ne? Und selbst doch für jedes Hübner ihr Besseres, ne? Das ist ja eine Katakombe!
Ja, das stimmt. Ihr seid auf ein paar Betrüger reingefallen. Und ich schon jetzt nach Rommerskirchen und mache dort eine Firkelei auf. Da weiß ich wenigstens, wer ich für mir habe, nicht? Tschüss zusammen! Ja. Meinst du, das stimmt? Na, natürlich stimmt das. Ich rufe sofort die Polizei! Lass das! Wir können uns doch bloß blamieren. Aber man hat uns doch großen Schaden. So groß ist der Schaden doch gar nicht. Diese Person hat uns immerhin den Sohn von Giorgio Armani als Schwiegersohn verschafft. Wir müssen hinfort. Die alarmierende Polizei, und da sind wir geliefert. Ich habe dem doch zweimal laut und deutlich gesagt an der K. Mensch, jetzt Kinder, so blöd ist das doch ja nicht. Ach, nee. Ich hätte das doch nicht machen sollen. Jetzt ist er mit dem Buhr gegangen. Oder habt ihr Schnappern? Siehst du dann nur? Junge, du bist mal vielleicht ein Blödkumm. Welche die Blödkumm, was da bist du? Mit die Galäbsche Eifersucht hast du alles kaputt gemacht. Ach, ich habe doch nur... Du hast ihn verdrieben und am Mord umfallen. Jetzt hätte das wieder nicht geklappt. Was? Na ja, dass du vor Winter kommst. Ach, das ist natürlich... Lieber friere ich mir drusse den Nas ab. Ich hatte schon zwei so ein Blödfüller, kann ich auch nicht lösen. Dann. Ja, das ist auch ja nichts für uns. Was ist nichts für uns? Ja, eine feste Wohnsitz. Ja, ist das Rotchenberg. Wenn sie nur einmal an der Freiheit geleckt hast, schmeckt sie das andere nicht mehr. Ja. Für jedem eine krumme Rücke machen, das können wir ja nicht. Können wir nicht. Sag uns, was soll ich denn damit? Soll ich dir vielleicht als Auto Scheinwerfer bei uns an der Gar hängen? Oh, nee, der wird verkloppt. Das hier ein prima Abendessen. Nicht Abendessen, sag. Mit dem Geld, was wir dafür kriegen, können wir doch auch Zuzig feiern. Zuzig bist du jetzt, Jack. Da bist du ja viel zu jung für. Komm, du hast mir doch versprochen. Ja, aber jetzt will ich nicht mehr. Ne? Ich muss nämlich erst noch meine Mutter fragen. Und außerdem bin ich jetzt eine Dame, du blödes Einer. Dame, wie küsst du denn dort drauf? Na ja, ich hab doch hier einen Nachtmantel, ne? Webpelz, pflegeleicht, ja. Wenn du dich von Puffe bis unten mit Brillante behängst und dann den Hut für 500 Mark auf der Korb stülpst, du wirst nie eine Dame. Ja, aber eine Ehefrau will ich auch nicht, ne? Eins, zwei, drei, wir sind drei und recht wie die Spatzen. Und wir sind weder Herr noch Knecht, denn die Herren wollen dich verpatzen. Und dazu hat kein Recht. Manchmal haben wir Beine.